Der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar. Erdogans oberster Geheimagent Hakan Fidan übergab dem Chef des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl eine Liste. Darauf die Namen hunderter angeblicher Gülen-Anhänger in Deutschland. Die Türkei hatte sie offenbar auf deutschem Boden ausspioniert und hoffte auf Hilfe bei der Verfolgung. Eine Fehleinschätzung, denn Gülen-Anhänger stehen in Deutschland nicht unter Beobachtung. Außerdem ist der BND Auslandsgeheimdienst und schon formal nicht zuständig. Statt also den Türken zu helfen, warnen deutsche Behörden die Menschen auf der Liste. Der Bundesinnenminister stellt klar: Spionageaktivitäten auf deutschem Boden sind strafbar und werden von uns nicht geduldet. Das gilt für jeden ausländischen Staat und auch für jeden Nachrichtendienst. Auch zwei Parlamentsabgeordnete stehen offenbar auf der türkischen Spionageliste, darunter die SPD-Politikerin Michelle Müntefering. Mehmet Öztürk, Sie sind fraktionslose Abgeordnete in einem im Hessischen Landtag, türkische Wurzeln, und haben hier in Deutschland eine Kampagne gegen das Referendum gestartet. Glauben Sie, dass auch Sie auf dieser Liste stehen? Also bisher habe ich noch keinen Anruf bekommen von der hessischen Polizei und ich gehe davon aus, dass ich nicht auf dieser Liste stehe oder hoffe es zumindest. Ich denke auch nicht, dass die Nein-Kampagne jetzt einen Grund liefert, auf solche Listen zu kommen, weil wenn man seine Meinung frei äußert und wenn das ein demokratisches Referendum sein soll, dann ist es ganz legitim, dass die einen Ja und die anderen Nein sagen und ich werbe einfach für das Nein. Was glauben Sie, passiert mit Menschen, die so klar für das Nein plädieren und nicht Abgeordnete eines Landtages sind? Da habe ich schon sehr viel Rückmeldung bekommen, dass sehr viele Menschen eingeschüchtert sind. Das war aber auch, bevor wir die Kampagne begonnen haben, dass sehr viele gesagt haben, sie möchten gerne mit Nein stimmen. Sie sind aber sehr unsicher, weil auch die türkische Politik sie quasi schon als Terroristen und kriminelle Menschen denunziert hat, von der Türkei aus mit Fernsehberichten. Das hat hier schon sehr nachhaltig gewirkt, dass die Menschen sich überlegt haben, nicht mehr wählen zu gehen. Und das kann nicht sein, dass wir in Deutschland, wo wir in einem Rechtsstaat leben, nicht sicherstellen können, dass Menschen wählen gehen und mit Nein abstimmen können. Und das war auch der Grund, warum ich und mein Kollege Turgut Yüksel, der auch im Hessischen Landtag sitzt, bei der SPD ist, diese Kampagne begonnen haben. Bisher ist die Rückmeldung sehr gut. Die Menschen haben Mut, organisieren sich, zeigen Gesicht und versuchen auch damit ihren Angehörigen in der Türkei Schützenhilfe zu geben, dass sie auch Mut haben, zur Wahl zu gehen. Verwandte in der Türkei, Freunde, Häuser, Kollegen, was steht auf dem Spiel, wenn man sich zu einem Nein bekennt für Menschen, die hier leben und Verwandte in der Türkei haben? Ja, wie gesagt, wenn das nicht so willkürlich wäre, wenn die türkische Regierung nicht nach Willkür die Leute in Gut und Böse unterscheiden würde, müsste es eigentlich ganz normal entspannt sein, weil das ist ja ein demokratisches Referendum. In der Tat ist es aber so, dass einige, die mit Nein stimmen, schon Sorge haben, dass sie nicht einreisen dürfen oder wenn sie in der Türkei sind, nicht einfach ausreisen dürfen. Sie haben Sorge, dass wenn man an sie nicht rankommt, weil sie in Deutschland leben, dass ihre Angehörigen in der Türkei behelligt werden. Und sie haben auch Sorge, dass unter sehr scheinheiligen Argumenten beispielsweise Eigentum konfisziert wird. Das ist teilweise bei Leuten schon geschehen, die verdächtigt werden, pauschal Gülen-Anhänger zu sein. Aber diese ganze Debatte, da geht es nicht nur um Gülen-Anhänger, sondern auch viele oppositionelle Menschen, die Freiheit für Menschenrechte und Meinungsfreiheit eintreten, werden inhaftiert und werden drangsaliert. Und die Leute sitzen auf gepackten Koffern und warten das Referendumsergebnis ab. Einige wollen auch weg nach Europa und ist keine schöne Situation. Hallo, Yildiz sitzt neben Ihnen. Herr Yildiz, Sie sind in der Türkei geboren, sind inzwischen deutscher Staatsbürger und Vorsitzender einer Partei, die sich besonders an Migranten wendet, der BIG-Partei. Dass die deutschen Behörden jetzt die Menschen, die auf diesen Listen stehen, warnen, finden Sie in Ordnung? Dass die Deutschen die Menschen warnen, finde ich sehr seltsam. Weil? Muss ich sagen, weil ich kann allem, was die Frau Öztürk sagt, nicht zustimmen, weil sie beschreibt ein Land, was mir fremd ist. Ich weiß nicht, woher sie ihre Quellen hat. Stellen Sie sich mal vor, alle 3, 5 Jahre, je nachdem, gab es Wahlen. Es gab ja 2 Wahlen hintereinander in der Türkei, also frühgezogene Wahlen. Und da müsste man ja viel mehr davon ausgehen, dass Menschen, die gegen Erdogan waren, auch drangsalisiert wurden. Und mir ist das nicht bekannt. Und deswegen finde ich diese Argumente absolut an den Haaren herbeigezogen. Und ich wundere mich auch, seltsamerweise haben wir die türkische Politik sozusagen nach Deutschland importiert und versuchen jetzt als deutsche Politiker Stimmung zu machen, in dem Sinne, dass wir versuchen, auch die deutsche Öffentlichkeit hier zu beeinflussen. Und ich finde das sehr abwegig.
Also wir versuchen nicht, irgendjemanden zu beeinflussen, nein, sondern wir versuchen, das, was ich jetzt wir versuchen etwas zu verstehen. Da gibt es Menschen, die stehen auf einer Liste und die sollten bewusst von deutschen Behörden ausspioniert werden. Es gab also zunächst eine Denunziation, um sie dann hier in Deutschland zu überwachen. Was glauben Sie, wie können die sich wehren, die auf der Liste also stehen? Also die Leute, die auf der Liste standen, soweit mein Informationsstand ist, waren Leute, die in der Tat gesucht sind. Das sind nicht irgendwelche Gülen-Anhänger, da müssten ja wahrscheinlich 100.000 Menschen auf der Liste stehen. Und deswegen sage ich ja, diese Diskussion ist eine Debatte, die ich wirklich als so eine Art Scheindebatte sehe. Ganz ehrlich, man versucht sozusagen hier im Wahlkampf ja von innenpolitischen Themen so weit abzulenken, dass man sagt, kriminalisiert Türkei, kriminalisiert sozusagen auch die Befürworter von Erdogan. Das geht sogar in die Schulen hinein, dass man Kinder befragt und sagt, ja, wie stehst du denn zu Erdogan? Ich wurde heute mehrfach gefragt, sogar im Aufzug des Hotels, wie ich zu Erdogan stehe. Und das finde ich eine absolute Kriminalisierung. Ich denke, dass die deutsche Politik... Aber das war doch nicht die Unterstellung, dass sie kriminell sind, wenn sie sagen... Nein, aber es ist ja so, gucken Sie mal. Es kann doch nicht sein, dass es die Aufgabe der deutschen Politik ist, der deutschen Politiker und des deutschen Parlaments, sich in die innere Angelegenheit eines anderen Staates einzumischen. Die deutsche Politik würde sich etwas ganz anderes wünschen, ehrlich gesagt, mit ihrem Partner Türkei. Wenn eine hessische Landtagsabgeordnete eine Nein-Kampagne auf deutschen... Na gut, aber wir hatten ja vorher ganz viele AKP-Politiker hier, Herr Yildiz. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber die sind ja auch AKP-Politiker. Die können hier ihren Wahlkampf machen. Ich wundere mich nur, dass deutsche Politiker... Nein, das stimmt nicht. Nicht in geschlossenen Räumen. In Stadien ja, aber nicht in geschlossenen Räumen ist es nicht verboten. Ja, genau. Aber dass deutsche Politiker Wahlkampf betreiben für türkische Parteien, ja, für türkische Positionen, wann hat es das denn gegeben? Ich glaube, deutsche Politiker setzen sich in erster Linie für Freiheit und freie Meinungsäußerung ein. Sie und Nein wir sagen. Freuen uns zunächst mal, die gibt es auch. Genau, wie es andere gibt. Dass Frau Leuthäuser-Schnarrenberger heute bei uns ist. Frau Leuthäuser, können Sie uns diesen Vorgang erklären? Da übergeben türkische Abgeordnete, Regierungsmitglieder eine Liste mit Organisationen, mit Namen von Menschen, denen sie möchten, dass sie Schützenhilfe bekommen aus Deutschland. Mit welcher echten Intention hat Ankara das gemacht, glauben Sie? Also ich glaube, man muss mal die Interessenlage versuchen zu analysieren, was damit verfolgt wird. Denn es sind ja Namen, und wir wissen es von einigen wenigen, ich selbst kenne sonst die Liste ja nicht, aber die öffentlich bekannt geworden sind, das sind hier deutsche Politiker, sogar die Frau Müntefering, also nicht türkischstämmig, sondern deutsche Bundestagsabgeordnete und eben auch eine andere Politikerin, aber auch aus der Türkei stammt. So, da fragt man sich ja, was soll damit bezweckt werden, dass sie auf einer Liste ist, wo man bittet, den Bundesnachrichtendienst, ist eigentlich der Verfassungsschutz, dass er jetzt hilft, diese Personen in den Blick zu nehmen und den Anliegen des türkischen Geheimdienstes dann das Anliegen auch mit zu unterstützen. Das ist eine Aufforderung an einen Geheimdienst, sich zu beteiligen daran, dass hier in Deutschland Grundrechte verletzt werden, nämlich wenn ausländische Geheimdienste hier auch von Menschen ausländischer Herkunft, auch nur mit der türkischen Staatsangehörigkeit, wenn die hier ausspioniert werden, dann ist das nicht erlaubt. Dann sind auch deren Grundrechte betroffen. Und deshalb ist das für mich ein echter Paradigmenwechsel gewesen, dass jetzt in dieser Situation deutschen zuständigen Behörden gesagt haben, wir folgen nicht dieser Bitte, sondern wir machen genau das Gegenteil. Wir sehen hier gefährdete Personen. Und je nachdem, wer zuständig ist auf Landesebene, gibt es dann eine entsprechende Information, weil eben die Geheimdienste einschätzen in Deutschland, dass möglicherweise eine Reise dieser Menschen in die Türkei, in das Land, in dem sie wohnen, wo ihre Familien vielleicht noch wohnen, dass das für sie mit Nachteilen verbunden sein kann. Also sie wollen sie bewahren davor, dass sie vielleicht in eine Gefahr laufen, ohne dass jeder hier sagen kann, was vielleicht passieren würde. Ich finde das gut und richtig, dass das so von den Geheimdiensten ja nach ihren Erkenntnissen hier so bewertet wird. Deshalb, die haben sich ja Gedanken darüber gemacht. Denn wenn sonst der Staat hier bedroht würde dadurch, dann würden sie ja anders reagieren. Aber nein, sie haben gesagt, von diesen Personen geht nicht eine Gefahr aus, sondern möglicherweise geraten in Gefahr. Sie müssen beschützt werden. Stefan Meyer ist bei uns, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Sie sind auch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste der berühmten PKG. Deshalb die Frage an Sie, dass der türkische Geheimdienst
MIT heißt der, MIT, in Deutschland spioniert. Ist das so neu? Es ist neu, dass er es offen zugibt. Und das ist ja das Dreiste auch an diesem Vorgang. Deswegen hat Frau Leutheusser-Schnarrenberger recht. Dieser Vorgang ist ein Paradigmenwechsel. Es ist immer schon angenommen worden, dass der türkische Geheimdienst MIT auf deutschem Boden spioniert. Aber er ist jetzt ja so weit gegangen, dass er es ganz offenkundig zugibt, indem er den BND-Präsidenten, der MIT-Chef Fidan, übergibt am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine Hochglanzbroschüre mit 69 Seiten, mit 358 Namen, mit über 200 Organisationen, darunter Schulen, Kindergärten, Nachhilfeorganisationen, Fahrschulen, Steuerberaterbüros, eine riesige Litanei an Informationen. Und ich glaube persönlich nicht an diese Theorie, dass der MIT tatsächlich davon ausgegangen ist, dass der BND jetzt Amtshilfe leistet und dem MIT dabei hilft, diese Personen zur Strecke zu bringen. Ich glaube, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass eine perfide Strategie dahinter steckt. Erdogan steht vor einer, vielleicht sogar vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens, vor dem Referendum am 16. April. Die Stimmung im Land ist sehr angespannt, die Mehrheitsverhältnisse sind nicht klar. Und was ist einfacher in so einer Situation, als die Bevölkerung dadurch hinter sich zu bringen, indem man den Feind im Ausland sucht und auch findet. Und die Gülen-Bewegung ist Staatsfeind Nummer eins, noch vor der Terrororganisation PKK, noch vor dem sogenannten Islamischen Staat. Und wenn jetzt diese Liste übergeben wird, dann musste der MIT davon ausgehen, dass diese Liste weitergegeben wird. Wenn dort Politiker stehen auf der Liste, Journalisten, dann musste der Fidan davon ausgehen, dass die Personen informiert werden. Was kann jetzt Erdogan machen? Er kann bestens darauf hinweisen, seht her, die Deutschen sind so naiv, sie helfen uns nicht bei der Bekämpfung der Gülen-Bewegung. Sie machen diese Liste sogar öffentlich, sie stellen sich wieder gegen uns. Also ich glaube, dass eine wesentlich perfidere Strategie hinter dieser Übergabe der Liste steht, als anzunehmen, der MIT wäre so naiv und würde erwarten, die deutschen Sicherheitsbehörden sind jetzt die willkürlichen Helfer oder Werkzeuge des MIT und helfen, die Gülen-Bewegung zur Strecke zu bringen. Bei uns am Tisch ist Erich Schmidt-Ehenbohm, Geheimdienstexperte. Herr Schmidt-Ehenbohm, Sie haben sich mit den Geheimdiensten in aller Welt wahnsinnig lange und sehr gründlich befasst und haben schon vor einem Dreivierteljahr davor gewarnt, dass der MIT aggressiver wird und unberechenbarer wird. Hat die deutsche Politik das insgesamt unterschätzt in Ihren Augen? Die Sicherheitsbehörden eigentlich nicht. Wir hatten eine Vielzahl von Einzelfällen, mal 4 Ausweisungen von Mitagenten, noch mal 4. 1990 waren es mal 15. Also im Kern war die türkische Spionage in der Bundesrepublik immer bekannt. Nur sie ist seit 2013 extrem viel aggressiver geworden. Weil traditionelle Hauptzielrichtung war natürlich die kurdische Arbeiterpartei. Dann kamen die Proteste auf dem Gezi-Platz. Und da sind auch viele Deutsch-Türken, die diese Proteste unterstützt haben, schon ins Visier der Nachrichtendienste geraten. Und nach diesem angeblichen, dem Pseudoputsch in der Türkei, den die türkischen Nachrichtendienste, sie gucken so entsetzt. Nach einer Analyse der CIA handelt es sich um einen Pseudoputsch, den Erdogan inszeniert hat, um einem potenziell echten Putsch zuvorzukommen. Weil die CIA mitgemacht hat. Das ist türkische Paranoia. Wir hatten 2008 einen kleinen Putsch. Da war ein Oberst und mehrere Getreue. Und die türkische staatstragende Presse hat dann berichtet, die würden sich aus Drogengeldern finanzieren und im Übrigen seien sie von dem Dreibund CIA, Mossad, Bundesnachrichtendienst unterstützt. Das ist für nachrichtendienstliche Fachleute ist Absurdistan, weil es ist blankes Absurdistan und Paranoia, wenn man so argumentiert. Genauso wie man die Proteste auf dem Gezi-Platz der Lufthansa in die Schuhe schieben wollte, als ich sehe. Der Lufthansa. Ja, das ist Herr Bulut hat einer der engsten Informationen der Lufthansa. Herr Bulut hat das geäußert, einer der engsten Berater von Erdogan, nachzulesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der letzten Woche. Mhm. Ja, also es gibt wirklich in der Türkei eine Paranoia und die Gülen-Bewegung ist definitiv, das sagt ja auch der Bundesnachrichtendienst, nicht Verursacher dieses Putsches. Dazu kommen wir noch. Die Frage nochmal. Sie sagen, die Dienste haben den MIT oder MIT, je nachdem, wie man ihn ausspricht, nicht unterschätzt. Diese 300... fast 400 Namen und Organisationen, die auf dieser Liste stehen, kennen nun tatsächlich die Dienste dieses Landes. Kann man daraus, Frage an den Geheimdienstexperten, Schlussfolgerungen ziehen, woher diese Informationen stammen? Zum Teil. Wenn man die Überwachungskameras, Fotos auswertet, wenn man die Umfelder auswertet, wenn man bereits vorhandene Spuren hat, wer nicht Kulturattaché in einem Konsulat ist, sondern tatsächlich Mitarbeiter, dann kann man eine Menge analytisch daran arbeiten.
Aber das wird ausgesprochen lange dauern. Der GBA ermittelt. In meinen Augen müsste man sehr viel schneller. Generalbundesanwalt? Ja, müsste man sehr viel schneller reagieren. Und die führenden, bekannten, hauptamtlichen Mitarbeiter des MIT aus der Bundesrepublik Deutschland ausweisen. Aber ich will noch mal zu Herrn Meyer zurückkommen. Das ist die eine Funktion, die Erdogan hatte, die Sie dargestellt haben. Es gibt noch zwei andere. Dem war klar, der Bundesnachrichtendienst wird die nie verfolgen. Aber der türkische Nachrichtendienst ist dann in einer kommoden Situation zu sagen, wenn ihr die nicht überwacht, die wir als Terroristen einstufen, dann dürft ihr in Zukunft auch nicht erwarten, dass wir Informationen über IS-Kämpfer, Graue Wölfe und dergleichen an den Bundesnachrichtendienst geben. Wirklich, ne? Absolut absurd. Und absolut absurd, tut mir leid. Fehleinschätzung, muss ich sagen. Können jetzt nicht aber alles als absurd bezeichnen. Nee, also vielleicht wollen wir ihm erst mal zuhören, weil der MIT das lange gemacht hat. Es gab tatsächlich natürlich immer eine gute Zusammenarbeit zwischen den Diensten. Solange es um IS ging, hat das irgendwann geendet? Oder? Also es gab eine enge Zusammenarbeit über unsere Verfassungsgrenzen hinaus. Denn das Berliner Landgericht hat zum Beispiel 1983 festgestellt, dass der Bundesnachrichtendienst Asylanträge von Türken an den türkischen Nachrichtendienst, also an den Verfolgerstaat, weitergibt. Das hat sich erst Anfang der 1990er Jahre ein wenig verbessert. Da wurden die Datenschutzrichtlinien besser eingehalten. Aber den großen Bruch zwischen dem türkischen und dem bundesdeutschen Auslandsnachrichtendienst, den kann man eigentlich datieren, so ab 2013, weil der BND nicht wollte, dass es eine Wiederaufflamme von Mordaktivitäten des MIT, drei kurdische Frauen in Paris mit einem Kopfschuss getötet, gibt. Und weil man den Türken natürlich auch nachweisen konnte, dass sie bis Sommer 2014 sowas wie eine Dschihadistenautobahn in der Türkei hatten. Das heißt, Kämpfer aus Libyen und dergleichen über die Türkei zum IS geschickt haben, vorsätzlich. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Wir sind jetzt in Deutschland. Frau Öztürk, noch mal die Frage an Sie. Herr Schmidt-Ehnbohm schilderte eingangs von diesen gewachsenen Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes hier auf deutschem Boden. Haben Sie auch das Gefühl, dass Sie schon seit längerem unter Beobachtung, also auch dass Deutsch-Türken schon seit längerem unter Beobachtung des türkischen Geheimdienstes stehen? Also gut, wissen tun wir es nicht, aber es ist immer so ein offenes Geheimnis, dass man am Telefon Scherze macht, wenn man in die Türkei telefoniert und ein paar Sätze dazwischen hier, wer derjenige, der da mithört, soll man jetzt gerade weghören. Also 2013 Gezi-Proteste haben Sie ja genannt und ich habe von 1999 bis 2004 in der Türkei gelebt und damals auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet. Damals wurden auch die Stiftungen in der Türkei verdächtig, Spionageaktivitäten zu machen und auch die Mitarbeiter, die dort tätig waren, sind abgehört worden. Von daher ist es ein offenes Geheimnis, dass wenn man etwas kritisch ist zu der bestehenden Regierung und wenn man halt Menschenrechtsfragen, Minderheitsrechtsfragen in den Mund nimmt und auch für Freiheit, Pressefreiheit sich einsetzt, dass man dann unter Umständen ins Visier kommen kann. Aber es gibt einfach keine Beweise. Auch der Menschen, die jetzt in Deutschland beispielsweise leben und auf dieser Liste stehen, ist für mich die Frage, wo können sie hin und wo können sie Schutz bekommen? Die Frage, das strafrechtlich aufarbeiten und die Täter finden, ist das eine. Aber die andere Frage ist ja, in den Sommerferien werden die Menschen in die Türkei reisen wollen. Ist diese Liste vollständig? Gibt es noch eine andere Liste, wenn es eine fingierte ist, wenn man quasi eher die außenpolitische Auseinandersetzung provozieren will? Kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass es noch andere Listen gibt. Und erstens ist für mich natürlich wichtig, wie kann man die Menschen in Deutschland schützen, wenn sie deutsche Staatsbürger sind oder doppelte Staatsbürger sind? Was kann der deutsche Staat da machen? Und die andere Frage wird natürlich sein, wie kann man diese Verhältnisse, die fast einen an DDR erinnern, dass man mit Denunziantentum leben muss, dass Menschen Sorge haben müssen, aufgrund von kritischen Facebook-Posts nicht mehr in die Türkei ein- oder rausgelassen werden zu können. Diese Verhältnisse sollen aufhören und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Unterstützung von der Bundesregierung und klare Kante. Wir wollen uns noch mal erklären lassen, was die türkische Regierung mit diesem Schachzug bezwecken kann. Und ich bin dankbar, Ralf Gatban bei uns begrüßen zu können. Er ist Islamexperte und Politologe, ist seit 1992 in Deutschland, in Berlin korrekterweise. Sie kam seit 72, Entschuldigung. 72. In Berlin. Sie kamen aus dem Libanon ursprünglich und befassen sich mit dem Islam. Können Sie uns helfen bei der Beantwortung der Frage, ob, ich habe sie in der Runde schon gestellt, und wie sehr die türkischen Behörden eigentlich überrascht waren, dass sich die deutschen Dienste nun nicht dafür entschieden haben, Amtshilfe zu leisten, sondern das glatte Gegenteil zu tun. Würden Sie auch sagen, es war eine schlichte Provokation? Ja, ich glaube, das war ein Manöver.
Und das wurde hier ganz richtig analysiert und interpretiert. Die haben bestimmt nicht damit gerechnet, dass die deutsche Behörde ihre Wünsche erfüllt. Aber sie dachten, wir versuchen es und wir versuchen dadurch, für die Wahlen innerhalb der Türkei zu punkten, nach dem Motto, hier die unterstützen Fethullah Gülen, die Bewegung, und sie unterstützen nicht unsere Demokratie, weil wir den Putsch versucht irgendwie gestoppt haben. Und deshalb wird öfter wiederholt, dass Deutschland lernen muss, sich zu benehmen und Demokratie sich demokratisch zu verhalten. Also alle diese lauten Sprüche gelten eigentlich die Innenverhältnisse und haben mit uns in Deutschland wenig zu tun. Sollen eigentlich in die Türkei zielen und da in erster Linie Angst auslösen? Oder was ist der Hintergrund? Ja, polarisieren. Also das versucht er seit Jahren, Gewinn zu erzielen durch Polarisierung und Angst schaffen. Vielleicht ist es wichtig, in dem Zusammenhang darauf zu achten, dass er den Krieg in Syrien zu beendet erklärt. Er hat seine Ziele in Syrien nicht erreicht, aber das ist auch wegen der Innenverhältnisse bedingt, weil die Verluste dort zu groß und das kann er sich nicht erlauben, dass während der heißen Phasen des Wahlkampfes türkische Soldaten in Syrien umkommen. Also jetzt sind wir in die heiße Phase, wo es um den Referendum geht. Genau, die letzte, und dann sind alle Mittel erlaubt. Und wenn wir jetzt noch mal nach Deutschland schauen, es gibt den niedersächsischen Innenminister Pistorius, der entschieden hat, das öffentlich zu machen, auch öffentlich zu sagen, dass er die Menschen warnen wird. Halten Sie das für richtig? Ja, das ist notwendig. Das ist notwendig. Also diese Geheimnistuerei hätte niemandem geholfen. Und zweitens, viele Leute sind richtig bedroht. Also man muss sie warnen, dass sie nicht in die Türkei gehen und dann landen sie im Knast. Das können wir uns nicht erlauben. Mit dieser Offenlegung haben natürlich deutsche Politiker auch sehr klar Position bezogen. Reicht das, glauben Sie? Also das war notwendig. Eigentlich hätte man schon früher die Bremse gezogen, dann diese Erdogan-orientalische Mentalität wäre gebremst. Aber wenn er merkt, dass niemand darauf reagiert, dann steigert er sich, verbal mindestens. Mhm. Aber wenn man ihn richtig droht, dann merkt er, dass es ernst und da erreicht man etwas. Also man denkt hier, man muss den Dialog nicht stoppen mit der Türkei, man muss Rücksicht nehmen und nicht die Auseinandersetzung steigern. Das zeigt, dass sie die orientalische Mentalität nicht gut kennen. Also er ist sehr laut, aber im Grunde genommen diejenigen, die was in der Hand haben, das sind wir hier in Deutschland. Und die ökonomische Lage in der Türkei wird immer schlimmer. Und die Deutschen sind in der Lage, die Situation dort noch schlimmer zu machen, wenn sie das wenn sie auf Konfrontation schalten. Aber das wollen sie nicht und das ist auch vernünftig. Also nicht wegen Erdogan sollen wir jetzt die Beziehungen zu der Türkei brechen. Im Moment, also wir müssen nicht vergessen, wir haben mehrere Millionen Türken hier. Und für ihr eigenes Interesse auch sollen wir den Kontakt aufrechterhalten, aber nicht um jeden Preis. Also wenn er das steigert, muss man ihn stoppen. Muss man ihn stoppen. Und wir stoppen Sie überhaupt nicht. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind, Herr Bakdan, und kommen netterweise mit in die Runde. Wir haben den Ausführungen von Herrn Gakpan zugehört und reden, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ja, aber immer noch über einen Partner, über einen NATO-Partner, an dessen Seite wir gegebenenfalls stehen müssten, wenn es zu einem Kriegsfall kommt. Ja, das wäre im Extremfall so. Da gibt es die NATO-Beistandsverpflichtung für die NATO-Partner. Das ist eben ein schwieriger Partner in der NATO. Deshalb vielleicht spielen wir mal diese ganzen Alternativen auch nicht unbedingt so durch. Aber ich denke, es ist wirklich eine Katastrophe, dass sich die Türkei gerade jetzt in den
in der letzten Zeit in diese Richtung entwickelt. Dass wir hier sagen, die Menschen türkischer Abstammung, die jetzt hier auch wählen wollen, die sind zum Teil in einer Lage, wo sie sich bedroht fühlen, wo wir überlegen müssen, wie weit kann auch in ganz konkreten Situationen die deutsche Polizei ihnen auch Schutz und Hilfe geben. Denn das ist ja auch ihre Aufgabe. Wo wir auf der anderen Seite überlegen, was kann der Generalbundesanwalt machen, um eben den Spionagevorwurf, § 99 Strafgesetzbuch, nachzugehen. Und wo der Generalbundesanwalt viel zu wenig Leute hat und eigentlich gar nicht in der Lage ist. Er braucht eigentlich mehr Leute, hat ja einen Brief geschrieben vor kurzem. Er kann insgesamt seine ganzen Aufgaben nicht wahrnehmen. Jetzt kommt da noch viel dazu mit einem Partner, wo wir großes Interesse haben, dass dieser Partner sich nicht, also Türkei, NATO-Partner, sich nicht an andere Staaten orientiert und sich so weit entfernt letztendlich von Europa, dass es dort ja wie eine geistige Mauer ist und man überhaupt keine Ebenen mehr von Gesprächen hat. Das wird ja zunehmend schwierig. Und man muss einfach sich realistisch ansehen, wo im Moment ganz bewusst natürlich zum 16. April, aber danach hört es ja auch nicht von heute auf morgen auf, sich im Moment die Türkei entwickelt mit Erdogan. So, das sind die zwei nächsten Fragen. Herr Mayer, Frage an Sie. Wie sollen Spione, wie sollen Soldaten zusammenarbeiten in dieser Partnerschaft, die sich als Nazis und als Terroristen beschimpfen? Wie geht das? Das ist zugegebenermaßen momentan enorm schwierig, das Vertrauensverhältnis zwischen Deutschland und der Türkei, zwischen den beiden Regierungen und natürlich auch zwischen den Sicherheitsbehörden, auch zwischen den Nachrichtendiensten der beiden Länder, ist zerrüttet, ist enorm angespannt. Ich sage aber auch ganz offen dazu, wir müssen in der Perspektive auch darauf drängen, dass wir wieder ein ordentliches und vernünftiges Verhältnis zur Türkei hinbekommen. Mhm. Die Türkei ist außerhalb Europas aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Partner, vielleicht mit der wichtigste Partner. In vielerlei Hinsicht sind wir engstens verwoben mit der Türkei. Es leben 3 Millionen entweder Türken in Deutschland oder türkischstämmige in Deutschland. Auf der anderen Seite sind wir auch beim Thema Kampf gegen den Terrorismus enge Partner, wollen auch wieder stärker kooperieren. Also es kann auch uns nicht egal sein und auch nicht zufrieden stimmen, dass das Verhältnis jetzt so zerrüttet und so angespannt ist, wie es momentan ist. Mhm. Aber natürlich gilt es auch immer deutlich zu machen, dass das, was Erdogan, das, was die türkische Regierung in den letzten Wochen auf deutschem Boden auch zelebriert hat, ist nicht akzeptabel, darf nicht geduldet werden. Und diese Spionagetätigkeit ist natürlich jetzt der Gipfel des Eisbergs. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es richtig ist, dass jetzt der Generalbundesanwalt ermittelt. Und es ist natürlich auch richtig, die Mitarbeiter des türkischen Nachrichtendienstes auch unter Wind zu nehmen. Und entsprechend, das ist jetzt eine schöne Formulierung. Herr Schmidt-Enbom hat vorgeschlagen, eigentlich müssten die ausgewiesen werden. Ja, es geht ja darum, dass man erstmal weiß, wer überhaupt für den MIT in Deutschland tätig ist. Weil tatsächlich sind ja nur ungefähr 2 Hände voll MIT-Mitarbeiter offiziell akkreditiert an den 13 Generalkonsulaten und an der Deutschen Botschaft. Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass weitaus mehr diplomatische Angehörige oder die Angehörige des diplomatischen Dienstes und vielleicht darüber hinaus auch noch weitere Informanten für den MIT arbeiten. Deswegen ist es jetzt richtig, hier intensiv zu ermitteln. Ich bin froh, dass der Generalbundesanwalt sehr schnell die Ermittlungen aufgenommen hat. Aber daneben ist es natürlich auch entscheidend und kommt es entscheidend darauf an, die Personen zu warnen. Die 358 Personen, die auf dieser Liste stehen, sind aus meiner Sicht in höchstem Maße gefährdet. Wenn sie jetzt in die Türkei reisen würden, müssten sie davon ausgehen, inhaftiert zu werden. Sie müssten auch davon ausgehen, dass ihnen der Pass abgenommen wird, wenn sie die Botschaft aussuchen. Deswegen war diese Entscheidung auch der Länder richtig, diese Personen präventiv jetzt proaktiv zu informieren. Und dann auch schützen, Herr Mayer. Natürlich, das ist die Aufgabe der jeweiligen Landespolizeien, abgestimmt nach dem jeweiligen Einzelfall dann auch ein erforderliches Schutzkonzept aufzubauen. Genau, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder der 358 Personen gleichermaßen an Leib und Leben bedroht ist. Aber natürlich, wenn man diese Liste sieht und weiß, auch wie perfide Fotos unerkannt von diesen Personen gemacht wurden, dann kann man auch davon ausgehen, welche anderen Mittel dem MIT vielleicht noch einfallen, um diesen Personen auch Übles beizufügen. Herr Yildiz, es gibt diesen schönen Ausspruch von Erdogan, wo immer einer unserer Landsleute ist, da sind auch wir. Können Sie nachvollziehen, dass das manche Menschen hier in Deutschland mittlerweile als eine Drohung empfinden? Warum meinen Sie, dass das eine Drohung ist? Wenn jetzt Frau Merkel sagt, es leben über 80.000 Deutsche dauerhaft in der Türkei und sie sagt, wir sind für euch da. Wo sehen Sie da die Drohung? Naja, also Sie werden bedroht, Sie werden beschimpft, Sie werden als Nazi und als Putschisten beschimpft. Das meint er ja positiv. Wenn er sagt, wir sind da,
Da meint ihr, wir sind für euch da. Also ich weiß nicht, wie Sie das aufgefasst haben, wenn er sagt, liebe Landsleute, da wo ihr seid, sind wir auch. Mhm. Deswegen schickt er ja seine Regierungsbeamten. Aber ich möchte ganz kurz auf eine Sache eingehen, weil ich denke, hier werden so Sachen einfach so in den Raum geschmissen. Sie unterstellen ja dem BND, dass er auf den Leim gegangen ist vom türkischen MIT. Und das finde ich eigentlich ist eine Beleidigung an den BND. Ja. Mhm. Und zweitens, der BND hat richtig reagiert, indem er die Liste weitergegeben hat. Nee, das können die ja machen. Aber trotzdem sagen sie ja, dass das Problem ist ja, was Sie sagen, ist, der BND, dass sie die Liste weitergeben, ist ja was anderes, als dass Sie sagen, der BND ist denen auf den Leim gegangen, weil Erdogan damit gerechnet hat, dass sie die Liste weitergeben und er das für seine Innenpolitik nutzt. Und das finde ich wirklich also, sehr, sehr verwerflich. Aber was ich sagen möchte ist... Ich glaube, er hat was anderes gesagt. Aber das kommt ja dabei raus. Aber was ich sagen möchte ist, wer im Glashaus sitzt und Deutschland sitzt im Glashaus, wissen Sie, seit wann Deutschland die Türkei ausspioniert? Wer verletzt denn die Souveränitätsrechte Deutschlands? Der MIT spioniert illegalerweise in Deutschland. Unsere Souveränitätsrechte werden verletzt. Nicht wir sitzen im Glashaus, die Türkei sitzt im Glashaus. Sie müssen mich erstmal ausreden lassen. Und wirft noch dazu den Stein. Sie müssen mich ausreden lassen. Seit 1974, lesen Sie mal einen Weltartikel, wird in der Türkei ausspioniert. 1994 ist das rausgekommen, dass deutsche Sicherheitsbehörden in der Türkei spionieren. Was sagen Sie dazu? Und es gab ein Treffen zwischen dem MIT-Chef und dem BND-Chef. So, und deswegen sage ich, Sie sitzen nämlich im Glashaus. Seit Jahren wird in der Türkei spioniert. Und wenn Sie sagen, Sicherheitspartner, und unsere Verteidigungsministerin vor zwei Wochen in einer Sendung sagt, wir geben die Bilder noch nicht mal an die türkischen Behörden bzw. an das türkische Militär, dann frage ich mich, was sind Sie denn für ein Sicherheitspartner, wenn Sie noch nicht mal die Bilder, die Sie machen vor Ort im Nahen Osten, nicht mal an die türkischen Behörden weitergeben? Mhm. Ja, und möglicherweise in die amerikanischen Behörden. So. Also das ist doch dem Verweis auf 1994 können wir jetzt nicht so richtig folgen, weil wir es gerade nicht überprüfen können. Aber 2004, Entschuldigung. 2004 ist was anderes, genau, als 1994. Die entscheidende Frage, Herr Schmidt-Ehnbohm, ist doch, wie arbeitet man mit einem Partner zusammen, dem man eigentlich misstraut? Das müssen die Türken sich fragen. Naja, wir fragen es uns auch. Ja, das müssen die Türken fragen. Sie übergeben eine Liste und diese Liste wird weitergegeben. Schauen Sie mal, wissen Sie, was ich hier sehe? Also ganz schlimm, in der Türkei findet ein Putsch statt, da werden 250 Menschen ermordet. Und ein Teil... Über den Putsch reden wir gleich. Ist versprochen, das heben wir uns auf. Wir hören jetzt erstmal Herrn Schmidt-Ehnbohm zu. Herr Schmidt-Ehnbohm, wie arbeitet man mit jemandem zusammen, dem man eigentlich misstraut? Es gibt unter Nachrichtendiensten nicht die Kategorie Freund, Verbündeter, sondern nur zweckmäßige, kurzzeitige oder längerfristige gemeinsame Aktivitäten. Spionage unter Freunden ist völlig normal. Und natürlich hat er recht, dass die Bundesrepublik Deutschland die Türkei nachhaltig und intensiv ausspioniert. Auch das hat die Süddeutsche Zeitung vor mal nicht zwei Jahren enthüllt. In der Auftragsliste des BND rangieren die Türken aus vielen guten Gründen ganz weit oben. Viele gute Gründe. Natürlich geht es um die Einflusspolitik der Türkei in Zentralasien. Es geht um Korruption bis in höchste Regierungskreise hinein. Es geht um die Einmischung in den Syrien-Konflikt. Da muss die Bundesregierung Handlungswissen haben. Und darum klärt der Bundesnachrichtendienst türkische Institutionen, sicher auch türkische Parlamentarier auf. Insofern ist es auch ein bisschen pharisäerhaft, wenn man sich darüber beklagt, dass deutsche Bundestagsabgeordnete nun im Visier des türkischen Nachrichtendienstes stehen. Die Bundesregierung hat nie versucht, mit Ankara ein No-Spy-Abkommen zu schließen. Das wollte sie nur mit den USA. Mhm. Ja? Okay, und damit wären wir bei der nächsten Frage an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Das interessiert unsere Zuschauer auch sehr, die nämlich sagen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was NSA und CIA hier gemacht haben und dem, was der mitmacht? Also einmal ganz klar, Geheimdienste arbeiten nach ihren Methoden und da muss man sagen, da machen die einen, egal was das für ein Staat ist, wenden die Mittel an wie die anderen auch. Nur ich denke, einen Punkt haben wir hier jetzt im Moment schon einen Unterschied. Dass hier jetzt mit dieser Liste, die gespielt wird oder gesteuert wird, wie auch immer von Seiten des MIT, auch versucht wird, besonders die türkische Community in Deutschland, 3 Millionen Menschen,
zu verunsichern, vielleicht auch zu spalten, zu Denunziation aufzufordern. Das ist noch mal eine andere Qualität und ein anderer Schritt. Da sehe ich schon einen Unterschied. Sonst, denke ich, ist bei Geheimdiensten, Herr Schmidt-Ebenbohm hat es ja gesagt, da wird spioniert, wenn es kein No-Spy-Abkommen gibt, im Rahmen dessen, was da gemacht wird. Und da breche ich jetzt nicht den Stab über den einen oder den anderen. Aber das hat hier eine andere Qualität. Wirklich hier hineinzutragen, das Misstrauen innerhalb der türkischen Community zu sehen. Wenn ich auf der Liste bin, ja, dann habe ich doch das Gefühl, was ist jetzt mit mir? Jetzt bin ich vom Staat entdeckt. Was macht er jetzt damit? Was passiert mit Familien, Verwandten? Also ich denke, da ändert sich das gesamte Verhalten. Und das ist was anderes als das, was Geheimdienst.de machen. Ja, zur NATO müssten wir noch ein bisschen was sagen. Also es gibt keine NATO-Beistandsverpflichtung. Der NATO-Vertrag sagt, es ist eine Beistandsermessensverpflichtung. Das kann militärische Unterstützung sein, das kann auch ein Beileidstelegramm sein. So weit ist das Spektrum, also da sind wir nicht mit denen in einem Boot. Ja, keine Verpflichtung zum... Dann ist die NATO eine Wertegemeinschaft. Das wird immer wieder auch gerade von der Bundeskanzlerin betont. Ja, und wenn man die Werte der NATO-Staaten anschaut, dann hat die Türkei sich von diesen Werten ganz, ganz nachhaltig entfernt. Vom Wertstandpunkt her gehört die Türkei bereits heute nicht mehr zur NATO. Und ich gehe da... Wann machen Sie das fest? An der Unterdrückung der Pressefreiheit, an der Inhaftierung von Opposition. Haben Sie mich gefragt? Sie haben mich etwas gefragt, dann möchte ich eine Antwort. Ja? Wenn Herr Erdogan sowas wie mit dem stalinistischen Begriff Säuberung durchführt, also den Staats- und Regierungsapparat umbaut, Hochschullehrer entlässt, die Justiz, die von der EU geschult worden ist, abbaut, dann hat das mit westlichen Werten überhaupt nichts zu tun. Wenn die Medien zunehmend gleichgeschaltet werden, hat das nichts damit zu tun. Wenn man Bürgerkrieg führt gegen die eigene kurdische Bevölkerung, dann hat das mit westlichen Werten überhaupt nichts zu tun. Also Sie wissen stimmt ganz genau, seiner Meinung. Nein, das stimmt auch nein, nicht. Alles das, stimmt. Nein, das stimmt auch alles nicht. Gut. Darf ich darauf eingehen? Ich finde, das sind ja ganz schlimme Unterstellungen. Es leben in der Türkei über 20 Millionen Kurden. Mehr als die Hälfte lebt im westlichen Teil der Türkei. Und alle in der Türkei wissen, es wird kein Krieg gegen die Kurden geführt, sondern gegen die PKK. Und das wird seit 30 Jahren gemacht. Entscheiden, nämlich komische. Nein, mit 500.000 Vertrieben. Jetzt müssen Sie mich nicht von beiden Seiten anmachen, sondern Sie müssen doch einfach mal die Zahlen sehen. In den letzten 30 Jahren verantwortet die PKK 30.000 Morde in der Türkei. Und diese Terroristen zum Teil, ja, PKK übrigens, Deutschland ist der Rückzugsraum für die PKK, das weiß man. Das steht in den Verfassungsschutzberichten. Sie müssen mich nicht von allen Seiten anmachen, das steht in Verfassungsschutzberichten, dass die PKK, Deutschland nutzt als Rückzugsraum, als Rekrutierungsraum und Finanzierungsraum durch Schutzgelderpressung. Das ist bekannt. Da müssen Sie nur die Verfassungsschutzberichte gründlich lesen. Das haben wir gemacht, Herr Yildiz. So, wir haben ehrlich gesagt, haben, wenn Sie einverstanden dann sind, können Sie nicht dann hingehen und sagen, die Türkei greift die Kurden an. Das ist absolut nicht haltbar. Das ist absolut nicht haltbar, wenn wir wissen, dass sogar ein Drittel des türkischen Parlaments, sogar der jetzige Ministerpräsident, der Finanzminister, kurdische Abstammung sind. Wir gucken uns trotzdem noch mal ganz kurz an, wie das mit der PKK ist. Es ist einer der stehenden Vorwürfe aus Ankara, dass wir ein Rückzugsort für die PKK seien. Und das gucken wir uns ganz kurz noch mal an, was der Verfassungsschutzbericht tatsächlich sagt und wie vehement die Deutschen da kämpfen. Sie unterstützen Terroristen, Frau Merkel. Deutschland beherbergt tausende PKK-Aktivisten und weigert sich, diese auszuliefern, der Vorwurf der türkischen Regierung. Das Gegenteil ist der Fall. Die PKK ist seit langem in Deutschland als Terrororganisation verboten. Seit 2004 wurde in 4.400 Fällen strafrechtlich im Zusammenhang mit der PKK ermittelt. Das machen wir sicher härter als manche europäische Staaten. Wir brauchen dort keinen Nachhilfeunterricht. Strafverfolgung wegen Erpressung, Körperverletzung, Landfriedensbruch oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Mehr als 90 PKK-Anhänger wurden von deutschen Gerichten verurteilt. Und doch gibt es Grenzen. Ich glaube, dass kein anderes Land in Europa so strikt gegen die PKK vorgeht wie Deutschland. Wir sind ein Rechtsstaat und auf der Grundlage von Gerüchten oder Zurufen führen wir keine polizeilichen Verhaftungen durch und liefern Personen aus. Wir brauchen Belege. So ist es in einem Rechtsstaat.
So, Herr Yildiz, das nur noch mal dazu, dass man das tatsächlich im Verfassungsschutzbericht nachlesen kann, dass wir nicht insgesamt bei 4.400 Verfahren auch 4.400 Menschen verhaften und zu Strafen verurteilen, ist klar, weil wir prüfen mit einem rechtsstaatlichen Mittel, das uns zur Verfügung steht, ob sie tatsächlich schuldig sind. Worüber wir hier heute reden wollen, ist die Frage, wie sehr in die türkische Community hinein Streit und Hass kommt. Mal unabhängig von allem, was wir bisher hier besprochen haben, glauben Sie, dass bei einer so eskalativen Stimmung, dass irgendwann wieder zu kitten ist? Wird es irgendwann nicht mehr die Ja- und die Nein-Sager geben? Wird es irgendwann nicht mehr die Auseinandersetzung zwischen den Kurden und den AKP-Anhängern geben? Ist das wieder zu kitten? Was heißt zu kitten? Ich meine, die Positionen waren immer unterschiedlich und sie werden auch unterschiedlich bleiben. Wir reden hier von einem Transformationsprozess in der Türkei. Ja? Wir haben es zu tun gehabt mit 80 Jahren Kemalismus. Es findet ein Systemwandel statt. Das hat auch mit dem Wandel der Gesellschaft zu tun. Sie können nur nicht 52% der Türken unterstellen, sie seien dumm. Sie wüssten nicht, wie sie über ihre Zukunft zu entscheiden haben. Und macht keiner. Das ist genau das, was hier passiert, indem man hier auf deutschem Boden Kampagnen betreibt. Nochmal, von deutschen Parteien. Nein, das ist auch nicht von deutschen Parteien. Und zwar, ich sage Ihnen das. Schauen Sie, vor zwei Wochen war eine HDP-Abgeordnete, eine prokurdische Partei, wie man sie immer nennt, eine sehr PKK-nahe Partei, eine Abgeordnete mit einer Linkspartei-Abgeordneten in Karlsruhe hat sie eine Veranstaltung gemacht für das Nein. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Herr Yildiz, Sie haben hier ganz andere Veranstaltungen veranstaltet. Also die AKP. Ich will nur sagen, die HDP ist keine PKK-Partei. Sie ist eine PKK-nahe Partei. Das ist ein großer Unterschied. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was Sie die ganze Zeit mit Frau Öztürk offensichtlich ausmachen wollen. Nämlich, dass auch die Neinsager sich durchaus trauen, sich zu versammeln und Kampagnen in Deutschland zu initiieren. Schauen wir noch mal ganz kurz. Türkische Spionage in Deutschland? Der Vorwurf ist nicht neu. Schon seit längerem stehen vom türkischen Staat bezahlte Imame im Verdacht, allzu kritische Deutsch-Türken auszuspionieren. Die türkische Gemeinschaft ist tief gespalten, das Misstrauen ist groß, die Angst ebenfalls. Wer gegen Erdogans Verfassungsreform stimmen will, spricht nur selten offen darüber. Wir haben Angst, dass uns was passiert, dass sie uns verhaften oder so, oder dass sie uns irgendwie einfach wegnehmen halt, in den Flughafen halt, weil wir unsere Meinung gesagt haben. Auch unser Gast Mürvet Öztürk bekommt für ihre Nein-Kampagne viel Gegenwind. Israel, England, Frankreich, Deutschland, Amerika, alle versuchen seit Jahren, die Türkei klein zu machen und sie machen mit. Einige trauen sich nicht mal zur Stimmabgabe in Deutschland. Vor allem Erdogan-Kritiker fürchten Konsequenzen. Frau Öztürk, Sie verteilen Flugblätter in Hessen. Sie versuchen, möglichst mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Was erleben Sie? Also ich erlebe genau das, was wir auch jetzt im Film gesehen haben. Erstens, es gibt keine richtige Information. Die Menschen werden nicht informiert. In der Türkei ist die Presse gleichgeschaltet. In der Türkei sitzen die schon ungefähr 150 Journalisten in Haft. Das heißt, es gibt keine sachliche Information darüber, was in dieser Verfassungsänderung passieren wird. Es sind 18 Paragraphen, die verändert werden. Und da sind sehr massive Einschränkungen des Parlaments. Es werden sehr viel Macht dem Präsidenten, dem Neuen, mitgegeben, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und darüber wird nicht informiert. Also es gibt keine sachliche, kann ich gleich sagen. Haben wir schon beredet. Es gibt keine sachliche Informierung und die Menschen, die mit Nein stimmen wollen, also es ist quasi zu einer Wahl gemacht worden für Erdogan oder gegen Erdogan. Dabei steht er gar nicht zur Wahl, sondern die Verfassung steht zur Wahl. Und wenn die Menschen Nein sagen wollen, werden sie eingeschüchtert und man wird quasi mehr oder weniger mit sehr komischen, ich sag jetzt mal paranoiden Äußerungen, wird man ganz klar auf die Seite des Vaterlandsverräters einsortiert, mit einer auch innerhalb der Nachbarschaft oder auch innerhalb der Familie mit einem Duktus, wie man solle sich nicht mehr in der Türkei blicken lassen. Und das kann es nicht sein. Und Sie sind von einer türkischen Zeitung als Vaterlandsverräterin bezeichnet worden. Frau Öztürk, was löst sowas aus? Naja, also ich meine, ich bin integrationspolitische Sprecherin, habe dafür gesorgt, dass es den islamischen Religionsunterricht in Hessen gibt. Ich habe mich dafür stark gemacht, dass beispielsweise Türkisch auch als Wahlsprache in den Schulen eingeführt wird. Man arbeitet seit Jahren als Brückenbauerin zwischen diesen zwei Kulturen und versucht, die Integration voranzutreiben. Mhm. Und dann
wird diese Arbeit, diese Politik einfach zunichte gemacht, weil ein Mann aus der Türkei meint, behaupten zu dürfen, wer hier vaterlandsliebend und vaterlandsverratend sei. Also das geht, finde ich, gar nicht. Und diese Zeitung ist auch unseriös, wenn sie sowas schreibt. Da gibt es überhaupt gar keine Rechercheansprüche, sondern man wirft einfach mal mit Dreck und meint, es bleibt hängen. Ist keine sehr seriöse Art und Weise. Und wenn die Türken auch noch daran glauben, also ich kann verstehen, dass in den letzten Jahren sehr viel in der Integrationspolitik schiefgelaufen ist. Mhm. Ich kann auch sehr verstehen, dass man meint, in Erdogan einen starken, weiß ich nicht, Führer gefunden zu haben, wobei ich ein großes Problem mit einem Führerkult habe. Ich kann verstehen, dass die Leute emotional hier in Deutschland nicht abgeholt worden sind und er geht in diese Lücke rein und holt sie ab. Aber trotzdem kann man in der aktuellen Situation, wie die Türkei momentan ist, in diesem Ausnahmezustand, in dem Entlassen von 90.000 Beamten, in der, dann sind es eben 60.000. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass auch viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, viele Menschen, die auch geschlossen sind. Das ist ja gar kein normaler Zustand. Warum macht man eine Verfassungsänderung in einem Ausnahmezustand? Dann kann man ja doch diesen Ausnahmezustand aufheben, die Presse freilassen, die Meinungsfreiheit zulassen, die Abgeordneten der HDP, die jetzt in Haft sind, freilassen. Und dann kann man ja mal ganz faire und offene Wahlen zulassen. Man hat ja den Südosten der Türkei bombardiert. Wenn man so viele gute Argumente dafür hätte, warum argumentiert man nicht? Warum macht man den Menschen Angst? Weil man keine Argumente hat. Also dafür. Ich weiß nicht, wer wem Angst macht. Ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt der Hälfte der türkischen Bevölkerung Angst gemacht wird. Also man geht ja davon aus, dass möglicherweise fast die Hälfte Nein sagen wird. Und jetzt unterstellen Sie, dass Erdogan so mächtig ist, dass er ungefähr über 30 Millionen Menschen sozusagen Angst macht, dass sie nicht Nein sagen sollen. Und das ist wirklich, also darüber kann man nur lachen. Er beschimpft sie sogar als Putschisten. Und da sind wir bei einem nächsten interessanten Punkt. Das habe ich nicht so gehört. Ich habe das aber gehört. Das Zitat kann ich Ihnen auch noch raussuchen. Herr Gattbahn, können wir das noch mal klären? Warum tatsächlich mit diesem Verweis auf die Gülen-Bewegung all die Menschen gezogen werden, die sich nun gegen Erdogan positionieren? Interessanterweise war Gülen ja ein enger Vertrauter von Erdogan. Ja, wann ist er eigentlich zu diesem Feind geworden und warum ist er plötzlich ein so großer Feind, dass jeder, der ihn allein kritisiert, zu einem Putschisten gemacht wird? Ja, ebenso. Also es ist so, dass wenn zwei Akteure im selben politisch-ideologischen Feld tätig sind, die können sehr starke Verbündete gegen eins dritten, und das haben sie jahrelang gemacht und mit Erfolg, nämlich gegen das Militär. Und als sie das Militär besiegt haben, dann ging es darum, die Macht zu teilen, oder wenn jemand von den beiden kommt, wie Erdogan, und den Anspruch erhebt, die Macht allein für sich zu behalten, dann sind diese zwei Akteure Hauptfeinde. Also das ist ein Hauptkonkurrent für ihn, weil beide im Grunde genommen ähnliche Ziele haben, deshalb waren sie Verbündete, also sie wollen die Scharia in der Türkei durchsetzen, das ist ihre Absicht. Und da haben sie verschiedene Methoden, also sie verfolgen verschiedene Wege. Der eine, Erdogan, der politische Islam, also das heißt über die Politik die Macht erobern und von oben Scharia durchsetzen. Und der andere verfolgt einen anderen Weg, nämlich der Weg des politischen Sufismus, der darin liegt, die Gesellschaft, also kurz gefasst, die Gesellschaft zu unterwandern, indem man eine Elite ausbildet, die an Schlüsselpositionen kommt. Und diese Unterwanderung ist klar. Also über die Zahl werden wir uns nicht streiten. Die haben von 60.000 gesprochen. 60.000 Familien haben ihre Ernährer verloren. Aus der Polizei, Armee, Bildungssystem, über Wirtschaft, Medien. Aber Sie geben ja selber zu, dass Sie den Staat unterwandert haben, richtig? Und davon hat Erdogan profitiert. Ja. Der wusste das ganz genau. Die waren Verbündete. Ohne die Leute von Fethullah Gülen in der Justiz und in der Polizei hätte er diese Ergonokon-Prozesse nicht durchführen können. Und das Militär so zermalmen, dass sie ausgeschaltet wurden. Nachher hat sich
gezeigt, dass alle diese Prozesse Scheinprozesse waren. Die wurden alle freigesprochen. Aber genau er war doch derjenige, der diese Prozesse wieder rückgängig gemacht hat. Deswegen, Sie müssen schon bei der Wahrheit bleiben. Als es aufgeflogen ist, dass es nämlich die Gülen-Gruppe ist, die diese Prozesse angeführt hat, ist ihm klar geworden, dass diese Organisation den Staat massiv unterwandert hat. In der Justiz, im Militärwesen, im Bildungswesen. Das ist Erdogan und ganz plötzlich bewusst geworden? Genau. Ja, man kann, nein, nicht plötzlich, nein, es war so, schauen Sie mal, eine Unterwanderung. Ja, wenn Sie über Stasi reden und Deutschland hat eine sehr gute Erfahrung mit der Stasi. Ich sage jetzt nicht Westdeutschland, aber Ostdeutschland. Da hat man nach der Ost-West-Vereinigung ca. 500.000 Menschen entlassen bzw. suspendiert. Ja? Warum? Weil ein Beamter ist deswegen Beamter, weil er loyal zu seinem Staat ist. Und nachdem Erdogan 2013, 2014 gesehen hat, dass diese Organisation den Staat so massiv unterwandert hat und Forderungen gestellt hat nach Macht, hat er gesagt, jetzt ziehe ich die Bremse. Und dann standen im August letzten Jahres standen ja sozusagen die Besetzung der Militärs an, und zwar die Spitzenposition. Und als dann die Gülen-Gruppe, die sogenannte also Organisation dort, die da verstrickt ist in diese Sache, mitbekommen hat, dass sie nicht mehr sozusagen diese hohen Positionen bekommen, haben sie kurzerhand nämlich den Putsch geplant. Und das ist etwas, worüber noch nicht mal die Opposition in der Türkei, bedenken hat. Herr Yildiz, wir haben Ihnen gut zugehört. Wir haben Ihnen gut zugehört. Es gibt keine Beweise dafür. Die Türkei hat auf verschiedenen... Woher wissen Sie, dass es keine Beweise gibt? Das ist ja interessant, dass Sie alles besser wissen als die Türken in der Türkei. Sogar besser als die Opposition. Es gibt keine Beweise dafür, dass der Putsch am 15. Juli von der Gülen-Bewegung initiiert wurde. Beweise dafür, dass sie verstrickt waren in den Putsch. Es gibt 100%. Und darüber, das ist das Interessante, sogar die HDP ist sich darüber einig, 99% der Türken in der Türkei, ja, sind sich darüber einig, dass diese Organisation an dem Prozess ist. Aber Sie, interessanterweise, wissen alles besser. Und deshalb wird so von Erdogan benutzt, weil er da hofft, andere hinter sich. Hier lassen Sie uns ganz kurz von Herrn Schmidt-Ehnbohm, Frau Leutner, Sie sind gleich dran noch mal erklären. Es gibt ja zwei interessante historische Fakten. Zum einen hat es Geheimverhandlungen von Erdogan mit Öcalan, PKK-Chef, im Gefängnis gegeben. Und es hat eine sehr enge Zusammenarbeit mit Gülen gegeben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Erklären Sie uns kurz und klar, warum das plötzlich die schlimmsten Feinde sind. Ja, Gülen hat unser Vorredner das eigentlich gründlichst erklärt. Für den Bruch mit der PKK, das Abbrechen der Verhandlungen, den absoluten Kurswechsel, würde ich mal die Autonomiebestrebungen und Staatsbestrebungen im Nordirak verantwortlich machen. Mhm. Nichts fürchtet die türkische Staatsräson so sehr wie einen eigenständigen kurdischen Staat im Nordirak mit der Magnetwirkung für die Kurden in der Türkei und für die Kurden in Syrien. Und darum dieser Kurswechsel. Und ich denke, wir sollten eines nicht aus dem Auge verlieren, wenn Sie Erdogans Rhetorik anschauen. Er ist Neo-Osmanist. Wir werden nicht, so nennen es die Nachrichtendienste, Neo-Osmanismus. Das heißt, er ist bestrebt, einen eurasischen, islamischen Staat bis 2023 einzuführen. Und das mit Gebietsansprüchen gegenüber Griechenland, Bulgarien und dem Nordirak ganz deutlich geäußert. Ganz deutlich geäußert, da gehen auch alle Analysen hin. Und ich warne davor, so zu tun, als wenn wir nur im Vorfeld dieses Referendums eine Verschärfung der Situation haben. Denn alle nachrichtendienstlichen Planungen für die Türkei sehen vor, den mit dem Nachrichtendienst des Innenministeriums, dem der Gendarmerie und den beiden großen Abhörbehörden zu einer ganz großen Geheimdienst-Community zusammenzuschmelzen. Und das ist dann das Instrument, um aus der Türkei endgültig einen demokratiefernen Staat zu basteln. So, und dann müssen wir jetzt noch mal verstehen, Herr Gabban, warum, ich will es nur irgendwie noch mal sagen, weil es ist ja eine der zentralen Begründungen dafür, warum die Türkei jetzt so reagiert, wie sie reagiert, weil wir die Gülenisten unterstützen würden. Wir müssen uns als Deutschland natürlich auch wahnsinnig sicher sein, dass wir erstens Unschuldige verteidigen und dass wir mit vermeintlichen, Frau Leutheuser-Schnarrenberger, mit vermeintlichen betroffenen Gülen-Anhängern dann tatsächlich auch die Richtigen schützen. Frage an Sie, das ist nicht ganz leicht zu formulieren, haben wir
haben auch wir die Gülen-Bewegung unterschätzt? Ist sie tatsächlich nur diese NGO, die sich reizend um die Bildung von Menschen kümmert? Oder steckt genau das dahinter, was Herr Gatban sagte, nämlich, dass auch sie das Interesse hatte, eine Atatürk-Türkei, die sich eben nicht der Religion verschrieben hatte, zu einem religiösen Staat zu machen? Also ich denke, das ist, glaube ich, nicht unterschätzt worden, dass Gülen gerade ein anderes Staatsverständnis, ein anderes Staatsgebilde will als die Kemalisten. Das ist natürlich eine Auseinandersetzung, ganz klar. Aber ich denke, wenn hier die Geheimdienste sagen, dass sie nicht Beweise haben, dass sie jetzt eine Terrororganisation sind, dann ist das etwas, was wir hier auch zugrunde legen müssen, bei dem, wie man umgeht mit den Menschen, die Gülen nahestehen oder Mitglied sind oder sich dazu bekennen. Aber das Schlimme in meinen Augen ist, dass ja der Kreis ganz weit gezogen wird. Ich war vor kurzem auch ein paar Tage in der Türkei. Da ist wirklich, also da hat jemand mal ein Konto bei einer Gülen-Bank gehabt und die waren überall oder sind überall. Dann sitzen sie mit einmal schon in die Nähe von Gülen und von einer Terrororganisation gerückt worden, werden entlassen, verlieren nicht nur einen Job, sondern haben keinen Zugang mehr zum Konto. Also Propaganda, Vorwurf, und das ist ein strafrechtlicher Vorwurf in der Türkei, für eine Terrororganisation, ist so schnell gegeben, da müssen sie mit Gülen überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist es, das ist ja auch Gegenstand gewesen von Gesprächen zwischen Deutschland und der Türkei, dass eben dieser Vorwurf, Terroristen zu unterstützen, so weit ist, dass das also Tausende, Abertausende Menschen betrifft, ohne dass wirklich irgendein konkreter Handlungsvorwurf gegeben ist. Und das ist das Schlimme. Und trotzdem noch mal, Herr Gatban, die Frage, haben wir Gülen unterschätzt hier im Westen und ganz konkret auch in Deutschland? In Deutschland auf jeden Fall. Also man hat den politischen Sufismus überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und bis heute auch, weil der politische Sufismus, was langfristig auf einem anderen Weg auch ein Scharia-Staat anstrebt, sich in Deutschland nicht nur auf die Gülen-Bewegung, sondern auch auf andere Bewegungen, also hier die Jamaat an-Nur und die VIKZ, der zweite größte Verband, die Suleimanji, die sind beide in dieser Tradition. Das ist nicht seriös. Die sind auch nicht, okay. Die sind nicht unbedingt so aktiv in diesem Feld. Also von dem theoretischen Ansatz, ihr Religionsverständnis, gehören sie zur selben Schule. Aber am aktivsten sind die Gülen-Leute, die versuchen und mit Erfolg hier eine Elite zu bilden, um die Gesellschaft zu unterwandern. Aber für den Putsch verantwortlich, Herr Schmidt-Ebenbohm, waren Sie nachweislich nicht, weil definitiv sowohl BND nicht als auch, genau? BND, CIA, alle westlichen Nachrichtendienste sehen nicht das geringste Indiz dafür. Warum apostrophiert dann Erdogan aber die Gülen-Anhänger? Weil es der bequemste Weg ist, um sie vollständig zu kriminalisieren und auszuschalten. Wenn man auf die Machbar ist zu stärken. Ja, und wenn Sie mal in die Nachrichtenlage der westlichen Dienste reinschauen, dann hat Herr Erdogan ja 2014 diesen wunderbaren Präsidentenpalast atombombensicher gebaut mit allen Schutzmaßnahmen gegen Abhören. Und Sie hören dann aus den westlichen Nachrichtendiensten, dass es trotzdem Abflüsse gegeben hat. Das heißt, die NSA und andere westliche Nachrichtendienste sind in der Lage, auch die geheimste Telekommunikation Erdogans zu knacken. Und die kommen dann zu dem Ergebnis, ein vorgetäuschter Pseudoputsch. Okay, dann sind wir jetzt, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, noch mal bei der wirklich nicht einfachen Frage, wie wir eigentlich mit Gülen-Anhängern, wie wir mit vermeintlichen PKK-Leuten und Terroristen in Deutschland umgehen. Deutsche Politiker drücken sich gerne um die Beantwortung der Frage, wem von denen wir eigentlich Asyl gewähren. Das sind so komplizierte Fragen, dass man sie eigentlich nicht einem Behördenmitarbeiter im Amt überlassen kann. Also PKK, Verfolgung dann, wenn es nachweisbare Handlungen gibt als Terrorist, als Unterstützung nach unseren rechtsstaatlichen Bestimmungen, werden verfolgt, da wird gegen ermittelt und da handelt der Rechtsstaat genauso, wie er kann und wie er handeln muss. Und das ist auch ganz klar. Und wenn man bei Gülen-Personen Beweise hat oder Beweise hätte, dass sie jetzt mit ihrem Verhalten unter unsere Bestimmungen hier fallen,
in Deutschland Strafbestimmungen, die wir in vielfältiger Art und Weise haben, ja, dann würde gegen die auch ermittelt werden. Aber auf Zuruf, weil man jemanden nicht haben möchte oder weil man allgemeine pauschale Verdächtigung ausspricht, da wird Gott sei Dank bei uns in einem Rechtsstaat nicht vorgegangen. Und da halten sich auch die Behörden dran. Ich glaube, da kann man schon ziemlich sicher sein, dass da mit demselben Maß gemessen wird. Aber der entscheidende Punkt ist doch, die Gülen-Bewegung ist mit Sicherheit keine demokratisch, freiheitlich ausgerichtete Organisation. Also ich bin durchaus auch kritisch gegenüber der Gülen-Bewegung. Ja. Nur der entscheidende Unterschied, insbesondere zur PKK, ist der, die Gülen-Bewegung ist keine Terrororganisation. Es gibt auch überhaupt keine Hinweise darauf, dass die Gülen-Bewegung, was Deutschland anbelangt, verfassungswidrig ausgerichtet ist. Deswegen ist es richtig, dass die Gülen-Bewegung in Deutschland auch vom Verfassungsschutz nicht überwacht wird und dass es auch bislang keine Indizien gab, Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der Gülen-Bewegung zu eröffnen. Aber das heißt nicht, dass man alles für richtig und gut finden muss, was die Gülen-Bewegung an Theorien vertritt. So, wir sind bei der Frage, Herr Yildiz, Sie gestatten. Frau Öztürk, 16.04. Ostersonntag, der Tag des Referendums. Es gibt nicht wenige, die sagen, danach könnte es ein bisschen ruhiger werden. Und der Ton könnte weniger rau werden. Herr Schmidt-Ehenbohm hat gerade das glatte Gegenteil gesagt. Was denken Sie, dass passiert, egal wie das Referendum ausgeht? Wofür Sie stehen an mir? Also ich glaube, wenn ein Ja rauskommen sollte, dass er die Zeit nutzen wird, diese Stärke nutzen wird, um seine Widersacher, und das ist nicht nur aus der Gülen-Bewegung, sondern auch andere politische Widersacher, auch innerhalb der eigenen Partei. Da hat er ca. 80 noch Gülen-nahe Menschen, die bei der AKP als Abgeordneter im Parlament sitzen. Und eben andere Widersacher, die eher im linken Milieu sind, im kemalistischen Milieu sind, dass er versuchen wird, all diese Personen, so schnell es geht, aus irgendwie welchen scheinheiligen Gründen einzusperren. Mhm. Wenn ein Nein rauskommen sollte, dann machen sich einige schon Hoffnung, dass man eher, wie soll ich sagen, ihn rechtsstaatlich belangen kann, obwohl er als Präsident gar nicht zur Wahl steht. Mhm. So oder so befürchten Menschen eine Eskalationsstufe, die sich steigern wird. Vielleicht wird der eine oder andere auch versuchen, so eine Art Bürgerkrieg zu provozieren innerhalb der Kurden und eben der Türken. Wobei das, glaube ich, von kurdischer Seite nicht gewollt ist und die werden sich auch nicht provozieren lassen. Und was die PKK betrifft, mit der PKK, haben Sie selber gesagt, hat die türkische Regierung ja verhandelt. Und wenn die da noch irgendwelche Deals im Hintergrund haben, keine Ahnung. Die kurdische Bevölkerung hat auf jeden Fall keine Lust auf weitere Waffenauseinandersetzungen. Also es wird schon passieren. Die Mehrheit der türkischen Bevölkerung überhaupt. Und die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist, glaube ich, am allerwichtigsten. Wenn die Wirtschaft nicht auf die Beine kommt, dann wird die normale türkische Bevölkerung auch selber aufschreien, weil die Menschen von irgendwas leben müssen und von Ideologie alleine. Herr Yildiz, letzte Frage. Sie sind deutscher Staatsbürger. Das haben wir nicht vergessen. Wissen Sie schon, wen Sie im September wählen für die Bundestagswahl? Ja, meine eigene Partei natürlich. Die BIG. Ja, natürlich. Gut, dann haben wir das auch noch festgehalten und geben mit einem herzlichen Dankeschön an diese Runde weiter an Marc. Auf andere Bewegungen, also hier die Jamaat an-Nur und die VIKZ, der zweite größte Verband, die Suleimanji, die sind beide in dieser Tradition. Das ist nicht seriös. Die sind auch nicht, okay? Die sind nicht unbedingt so aktiv in diesem Feld, also von dem theoretischen Ansatz, ihr Religionsverständnis. Gehören sie zur selben Schule, aber am aktivsten sind die Gülen. Leute, die versuchen und mit Erfolg hier eine Elite zu bilden, die Gesellschaft zu unterwandern. Aber für den Putsch verantwortlich, Herr Schmidt-Ehenbohm, waren Sie nachweislich nicht, weil definitiv sowohl BND nicht. Als auch, genau? BND, CIA, alle westlichen Nachrichtendienste sehen nicht das geringste Indiz dafür. Warum apostrophiert dann Erdogan aber die Gülen-Anhänger? Weil es der bequemste Weg ist, um sie vollständig zu kriminalisieren und auszuschalten. Wenn man auf die Machtbasis zu stärken. Ja, und wenn Sie mal in die Nachrichtenlage der westlichen Dienste reinschauen, dann hat Herr Erdogan ja 2014 diesen wunderbaren Präsidentenpalast atombombensicher gebaut mit allen Schutzmaßnahmen gegen Abhören. Und Sie hören dann aus den westlichen Nachrichtendiensten, dass es trotzdem Abflüsse gegeben hat. Das heißt, die NSA und andere westliche Nachrichtendienste sind in der Lage, auch die geheimste Telekommunikation Erdogans zu knacken. Und die kommen dann zu dem Ergebnis, ein vorgetäuschter Pseudoputsch. Okay, dann sind wir jetzt, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, noch mal bei der wirklich nicht einfachen Frage, wie wir eigentlich mit Gülen-Anhängern, wie wir mit vermeintlichen PKK-Leuten und Terroristen in Deutschland umgehen. Deutsche Politiker drücken sich gerne um die Beantwortung der Frage, wem von denen wir eigentlich Asyl gewähren. Das sind so komplizierte Fragen, dass man sie eigentlich nicht einem Behördenmitarbeiter im Amt überlassen kann.
Also PKK, Verfolgung, dann, wenn es nachweisbare Handlungen gibt, als Terrorist, als Unterstützung nach unseren rechtsstaatlichen Bestimmungen, werden verfolgt, da wird gegen ermittelt und da handelt der Rechtsstaat genauso, wie er kann und wie er handeln muss. Und das ist auch ganz klar. Und wenn man bei Gülen Personen Beweise hat oder Beweise hätte, dass sie jetzt mit ihrem Verhalten unter unsere Bestimmungen hier fallen, in Deutschland, Strafbestimmungen, die wir in vielfältiger Art und Weise haben, ja, dann würde gegen die auch ermittelt werden. Aber auf Zuruf, weil man jemanden nicht haben möchte oder weil man allgemeine pauschale Verdächtigung ausspricht, da wird Gott sei Dank bei uns in einem Rechtsstaat nicht vorgegangen. Und da halten sich auch die Behörden dran. Ich glaube, da kann man schon ziemlich sicher sein, dass da mit demselben Maß gemessen wird. Mhm. Aber der entscheidende Punkt ist doch, die Gülen-Bewegung ist mit Sicherheit keine demokratisch, freiheitlich ausgerichtete Organisation. Also dann hat das mit westlichen Werten überhaupt nichts zu tun. Wenn die Medien zunehmend gleichgeschaltet werden, hat das nichts damit zu tun. Wenn man Bürgerkrieg führt gegen die eigene kurdische Bevölkerung, dann hat das mit westlichen Werten überhaupt nichts zu tun. Also Sie wissen ganz genau, seiner Meinung. Nein, das stimmt auch nicht. Darf ich darauf eingehen? Ich finde, das sind ja ganz schlimme Unterstellungen. Es leben in der Türkei über 20 Millionen Kurden. Mehr als die Hälfte lebt im westlichen Teil der Türkei. Und alle in der Türkei wissen, es wird kein Krieg gegen die Kurden geführt, sondern gegen die PKK. Und das wird seit 30 Jahren gemacht. Mit 500.000 Vertrieben. Jetzt müssen Sie mich nicht von beiden Seiten anmachen, sondern Sie müssen doch einfach mal die Zahlen sehen. In den letzten 30 Jahren verantwortet die PKK 30.000 Morde in der Türkei. Und diese Terroristen zum Teil, ja, PKK übrigens, Deutschland ist der Rückzugsraum für die PKK, das weiß man. Das steht in den Verfassungsschutzberichten. Sie müssen mich nicht von allen Seiten anmachen, das steht in Verfassungsschutzberichten, dass die PKK, Deutschland nutzt als Rückzugsraum, als Rekrutierungsraum und Finanzierungsraum durch Schutzgelderpressung. Das ist bekannt. Da müssen Sie nur die Verfassungsschutzberichte gründlich lesen. Das haben wir gemacht, Herr Yildiz. So, wir haben ehrlich gesagt, wenn Sie einverstanden sind, dann können Sie nicht hingehen und sagen, die Türkei greift die Kurden an. Das ist absolut nicht haltbar. Das ist absolut nicht haltbar, wenn wir wissen, dass sogar ein Drittel des türkischen Parlaments, sogar der jetzige Ministerpräsident, der Finanzminister, kurdische Abstammung sind. Wir gucken uns trotzdem noch mal ganz kurz an, wie das mit der PKK ist. Es ist einer der stehenden Vorwürfe aus Ankara, dass wir ein Rückzugsort für die PKK seien. Und das gucken wir uns ganz kurz noch mal an, was der Verfassungsschutzbericht tatsächlich sagt und wie vehement die Deutschen da kämpfen. Sie unterstützen Terroristen, Frau Merkel. Deutschland beherbergt tausende PKK-Aktivisten und weigert sich, diese auszuliefern, der Vorwurf der türkischen Regierung. Das Gegenteil ist der Fall. Die PKK ist seit langem in Deutschland als Terrororganisation verboten. Seit 2004 wurde in 4.400 Fällen strafrechtlich im Zusammenhang mit der PKK ermittelt. Das machen wir sicher härter als manche europäische Staaten. Wir brauchen dort keinen Nachhilfeunterricht. Strafverfolgung wegen Erpressung, Körperverletzung, Landfriedensbruch oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Mehr als 90 PKK-Anhänger wurden von deutschen Gerichten verurteilt. Und doch gibt es Grenzen. Ich glaube, dass kein anderes Land in Europa so strikt gegen die PKK vorgeht wie Deutschland. Wir sind ein Rechtsstaat und auf der Grundlage von Gerüchten oder Zurufen führen wir keine polizeilichen Verhaftungen durch. Den niedersächsischen Innenminister Pistorius, der entschieden hat, das öffentlich zu machen, auch öffentlich zu sagen, dass er die Menschen warnen wird. Halten Sie das für richtig? Ja, das ist notwendig. Das ist notwendig. Also diese Geheimnistuerei hätte niemandem geholfen. Und zweitens, viele Leute sind richtig bedroht. Also man muss sie warnen, dass sie nicht in die Türkei gehen und dann landen sie im Knast. Das können wir uns nicht erlauben. Mit dieser Offenlegung haben natürlich deutsche Politiker auch sehr klar Position bezogen. Reicht das, glauben Sie? Also das war notwendig. Eigentlich hätte man schon früher die Bremse gezogen, dann
die diese Erdogan-orientalische Mentalität wäre gebremst. Aber wenn er merkt, dass niemand darauf reagiert, dann steigert er sich, verbal mindestens. Mhm. Aber wenn, wenn man ihn richtig droht, dann merkt er, dass es ernst ist. Und da erreicht, man erreicht etwas. Also man denkt hier, man muss den Dialog nicht stoppen mit der Türkei. Man muss Rücksicht nehmen und nicht die Auseinandersetzung steigern. Das zeigt, dass sie die orientalische Mentalität nicht gut kennen. Also er ist sehr laut, aber im Grunde genommen diejenigen, die was in der Hand haben, das sind wir hier in Deutschland. Und die ökonomische Lage in der Türkei wird immer schlimmer. Und die Deutschen sind in der Lage, die Situation dort noch schlimmer zu machen, wenn sie das, wenn sie auf Konfrontation schalten. Aber das wollen sie nicht und das ist auch vernünftig. Also nicht wegen Erdogan sollen wir jetzt die Beziehungen zu der Türkei brechen. Im Moment, also wir müssen nicht vergessen, wir haben mehrere Millionen Türken hier. Und für ihr eigenes Interesse auch sollen wir den Kontakt aufrechterhalten, aber nicht um jeden Preis. Also wenn er das steigert, muss man ihn stoppen. Muss man ihn stoppen. Und wir stoppen Sie überhaupt nicht. Wir freuen, uns, dass Sie heute bei uns sind, Herr Bakdan, und kommen netterweise mit in die Runde. Wir haben den Ausführungen von Herrn Gagban zugehört und reden, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ja, aber immer noch über einen Partner, über einen NATO-Partner, an dessen Seite wir gegebenenfalls stehen müssten, wenn es zu einem Kriegsfall kommt. Ja, das wäre im Extremfall so. Da gibt es die NATO-Beistandsverpflichtung für die NATO-Partner. Das ist eben ein schwieriger Partner in der NATO. Deshalb vielleicht spielen wir mal diese ganzen Alternativen auch nicht unbedingt so durch. Aber ich denke, es ist wirklich eine Katastrophe. Und deshalb wird öfter wiederholt, dass Deutschland lernen muss, sich zu benehmen und Demokratie sich demokratisch zu verhalten. Also alle diese lauten Sprüche gelten eigentlich die Innenverhältnisse und haben mit uns in Deutschland wenig zu tun. Sollen eigentlich in die Türkei zielen und da in erster Linie Angst auslösen? Oder was ist der Hintergrund? Ja, polarisieren. Also das versucht er seit Jahren, zu Gewinn zu erzielen durch Polarisierung und Angst schaffen. Vielleicht ist es wichtig, in dem Zusammenhang darauf zu achten, dass er den Krieg in Syrien zu beendet erklärt. Er hat seine Ziele in Syrien nicht erreicht, aber das ist auch wegen der Innenverhältnisse bedingt, weil die Verluste dort zu groß und das kann er sich nicht erlauben, dass während der heißen Phasen des Wahlkampfes türkische Soldaten in Syrien umkommen. Also jetzt sind wir in die heiße Phase, wo es um den Referendum geht? Genau, die letzte. Und dann sind alle Mittel erlaubt. Und wenn wir jetzt noch mal nach Deutschland schauen, es gibt den niedersächsischen Innenminister Pistorius, der entschieden hat, das öffentlich zu machen, auch öffentlich zu sagen, dass er die Menschen warnen wird. Halten Sie das für richtig? Ja, das ist notwendig. Das ist notwendig. Also diese Geheimnistuerei hätte niemandem geholfen. Und zweitens, viele Leute sind richtig bedroht. Also man muss sie warnen, dass sie nicht in die Türkei gehen und dann landen sie im Knast. Das können wir uns nicht erlauben. Mit dieser Offenlegung haben natürlich deutsche Politiker auch sehr klar Position bezogen. Reicht das, glauben Sie? Also das war notwendig. Eigentlich hätte man schon früher die Bremse gezogen, dann diese Erdogan-orientalische Mentalität wäre gebremst. Aber wenn er merkt, dass niemand darauf reagiert, dann steigert er sich, verbal mindestens. Mhm. Aber wenn, wenn man ihn richtig droht, dann merkt er, dass es ernst ist. Und da erreicht, man erreicht etwas. Also man denkt hier, man muss den Dialog nicht stoppen mit der Türkei. Man muss Rücksicht nehmen und nicht die Auseinandersetzung steigern. Das zeigt, dass sie die orientalische Mentalität nicht gut kennen. Also er ist sehr laut, aber im Grunde genommen diejenigen, die was in der Hand haben, das sind wir hier in Deutschland.
Und die ökonomische Lage in der Türkei wird immer schlimmer. Und die Deutschen sind in der Lage, die Situation dort noch schlimmer zu machen, wenn sie das, wenn sie auf Konfrontation schalten. Aber das wollen sie nicht und das ist auch vernünftig. Es gab also zunächst eine Denunziation, um sie dann hier in Deutschland zu überwachen. Was glauben Sie, wie können die sich wehren, die auf der Liste also stehen? Also die Leute, die auf der Liste standen, soweit mein Informationsstand ist, waren Leute, die in der Tat gesucht sind. Das sind nicht irgendwelche Gülen-Anhänger, da müssten ja wahrscheinlich 100.000 Menschen auf der Liste stehen. Und deswegen sage ich ja, diese Diskussion ist eine Debatte, die ich wirklich als so eine Art Scheindebatte sehe. Ganz ehrlich, man versucht sozusagen hier im Wahlkampf ja von innenpolitischen Themen so weit abzulenken, dass man sagt, kriminalisiert Türkei, kriminalisiert sozusagen auch die Befürworter von Erdogan. Das geht sogar in die Schulen hinein, dass man Kinder befragt und sagt, ja, wie stehst du denn zu Erdogan? Ich wurde heute mehrfach gefragt, sogar im Aufzug des Hotels, wie ich zu Erdogan stehe. Und das finde ich eine absolute Kriminalisierung. Ich denke, dass die deutsche Politik... Aber das war doch nicht die Unterstellung, dass sie kriminell sind, wenn sie sagen... Nein, aber es ist ja so, gucken Sie mal. Es kann doch nicht sein, dass es die Aufgabe der deutschen Politik ist, der deutschen Politiker und des deutschen Parlaments, sich in die innere Angelegenheit eines anderen Staates einzumischen. Die deutsche Politik würde sich etwas ganz anderes wünschen, ehrlich gesagt, mit ihrem Partner Türkei. Wenn eine hessische Landtagsabgeordnete eine Nein-Kampagne auf deutschem Boden... Na gut, aber wir hatten ja vorher ganz viele AKP-Politiker hier, Herr Yildiz. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber die sind ja auch AKP-Politiker. Die können hier ihren Wahlkampf machen. Ich wundere mich nur, dass deutsche Politiker... Ja, nein, das stimmt nicht. Nicht in geschlossenen Räumen. In Stadien ja, aber nicht in geschlossenen Räumen ist es nicht verboten. Ja, genau. Aber dass deutsche Politiker Wahlkampf betreiben für türkische Parteien, ja, für türkische Positionen, wann hat es das denn gegeben? Ich glaube, deutsche Politiker setzen sich in erster Linie für Freiheit und freie Meinungsäußerung ein. Nehmen Sie Nein sagen. Wir freuen uns zunächst mal, die gibt es auch. Genauso wie es andere gibt. Dass Frau Leuthäuser-Schnarrenberger heute bei uns ist. Frau Leuthäuser, können Sie uns diesen Vorgang erklären? Da übergeben türkische Abgeordnete, Regierungsmitglieder eine Liste mit Organisationen, mit Namen von Menschen, denen sie möchten, dass sie Schützenhilfe bekommen aus Deutschland. Mit welcher echten Intention hat Ankara das gemacht, glauben Sie? Also ich glaube, man muss mal die Interessenlage versuchen zu analysieren, was damit verfolgt wird. Denn es sind ja Namen, und wir wissen es von einigen wenigen, ich selbst kenne sonst die Liste ja nicht, aber die öffentlich bekannt geworden sind, das sind hier deutsche Politiker, sogar die Frau Müntefering, also nicht türkischstämmig, sondern deutsche Bundestagsabgeordnete und eben auch eine andere Politikerin, aber auch aus der Türkei stammend. So, da fragt man sich ja, was soll damit bezweckt werden, dass sie auf einer Liste ist, wo man bittet, den Bundesnachrichtendienst, das ist eigentlich der Verfassungsschutz, dass er jetzt hilft, diese Personen in den Blick zu nehmen und den Anliegen des türkischen Geheimdienstes dann das Anliegen, dass das für sie mit Nachteilen verbunden sein kann. Also sie wollen sie bewahren davor, dass sie vielleicht in eine Gefahr laufen, ohne dass jeder hier sagen kann, was vielleicht passieren würde. Ich finde das gut und richtig, dass das so von den Geheimdiensten ja nach ihren Erkenntnissen hier so bewertet wird. Deshalb, die haben sich ja Gedanken darüber gemacht. Denn wenn sonst der Staat hier bedroht würde dadurch, dann würden sie ja anders reagieren. Aber nein, sie haben gesagt, von diesen Personen geht nicht eine Gefahr aus, sondern möglicherweise geraten in Gefahr. Sie müssen beschützt werden. Stefan Meyer ist bei uns, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Sie sind auch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste der berühmten PKG. Deshalb die Frage an Sie, dass der türkische Geheimdienst MIT, heißt der MIT, in Deutschland spioniert. Ist das so neu? Es ist neu, dass er es offen zugibt. Und das ist ja das Dreiste auch an diesem Vorgang. Deswegen hat Frau Leuthäuser-Schnarrenberger recht. Dieser Vorgang ist ein Paradigmenwechsel. Es ist immer schon angenommen worden, dass der türkische Geheimdienst MIT auf deutschem Boden spioniert. Aber er ist jetzt ja so weit gegangen, dass er es ganz offenkundig zugibt, indem er den BND-Präsidenten, der MIT-Chef Fidan, übergibt am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine Hochglanzbroschüre mit 69 Seiten, mit 358 Namen, mit über 200 Organisationen, darunter Schulen, Kindergärten, Nachhilfeorganisationen, Fahrschulen, Steuerberaterbüros
eine riesige Litanei an Informationen. Und ich glaube persönlich nicht an diese Theorie, dass der MIT tatsächlich davon ausgegangen ist, dass der BND jetzt Amtshilfe leistet und dem MIT dabei hilft, diese Personen zur Strecke zu bringen. Ich glaube, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass eine perfide Strategie dahinter steckt. Erdogan steht vor einer, vielleicht sogar vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens, vor dem Referendum am 16. April. Die Stimmung im Land ist sehr angespannt, die Mehrheitsverhältnisse sind nicht klar. Und was ist einfacher in so einer Situation, als die Bevölkerung dadurch hinter sich zu bringen, indem man den Feind im Ausland sucht und auch findet. Und die Gülen-Bewegung ist Staatsfeind Nummer eins, noch vor der Terrororganisation PKK, noch vor dem sogenannten Islamischen Staat. Und wenn jetzt diese Liste übergeben wird, dann musste der MIT davon ausgehen, dass diese Liste weitergegeben wird. Wenn dort Politiker stehen auf der Liste, Journalisten, dann musste der Fidan davon ausgehen, dass die Personen informiert werden. Was kann jetzt Erdogan machen? Er kann bestens darauf hinweisen, seht her, die Deutschen sind so naiv, sie helfen uns nicht bei der Bekämpfung der Gülen-Bewegung. Sie machen diese Liste sogar öffentlich, sie stellen sich wieder gegen uns. Also ich glaube, dass eine wesentlich perfidere Strategie hinter dieser Übergabe der Liste steht, als anzunehmen, der MIT wäre so naiv und würde erwarten, die deutschen Sicherheitsbehörden sind jetzt die willkürlichen Helfer oder Werkzeuge des MIT. Und hat er von Erdogan nachzulesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der letzten Woche. Ja, also es gibt wirklich in der Türkei eine Paranoia und die Gülen-Bewegung ist definitiv, das sagt ja auch der Bundesnachrichtendienst, nicht Verursacher dieses Putsches. Dazu kommen wir noch. Die Frage nochmal. Sie sagen, die Dienste haben den MIT oder MIT, je nachdem, wie man ihn ausspricht, nicht unterschätzt. Diese 300, 58. fast 400 Namen und Organisationen, die auf dieser Liste stehen, kennen nun tatsächlich die Dienste dieses Landes. Kann man daraus, Frage an den Geheimdienstexperten, Schlussfolgerungen ziehen, woher diese Informationen stammen? Zum Teil. Wenn man die Überwachungskamerasfotos auswertet, wenn man die Umfelder auswertet, wenn man bereits vorhandene Spuren hat, wer nicht Kulturattaché in einem Konsulat ist, sondern tatsächlich Mitarbeiter, dann kann man eine Menge analytisch daran arbeiten. Aber das wird ausgesprochen lange dauern. Der GBA ermittelt. In meinen Augen müsste man sehr viel schneller. Generalbundesanwalt? Ja, müsste man sehr viel schneller reagieren. Und die führenden, bekannten, hauptamtlichen Mitarbeiter des MIT aus der Bundesrepublik Deutschland ausweisen. Aber ich will noch mal zu Herrn Mayer zurückkommen. Das ist die eine Funktion, die Erdogan hatte, die Sie dargestellt haben. Es gibt noch zwei andere. Dem war klar, der Bundesnachrichtendienst wird die nie verfolgen. Aber der türkische Nachrichtendienst ist dann in einer kommoden Situation zu sagen, wenn ihr die nicht überwacht, die wir als Terroristen einstufen, dann dürft ihr in Zukunft auch nicht erwarten, dass wir Informationen über IS-Kämpfer, Graue Wölfe und dergleichen an den Bundesnachrichtendienst geben. Möglich, ne? Absolut absurd. Und absolut absurd, tut mir leid. Fehleinschätzung, muss ich sagen. Wir können jetzt nicht aber alles als absurd bezeichnen. Nee, also vielleicht wollen wir ihm erst mal zuhören, weil der MIT das lange gemacht hat. Es gab tatsächlich natürlich immer eine gute Zusammenarbeit zwischen den Diensten. Solange es um IS ging, hat das irgendwann geendet? Oder? Also es gab eine enge Zusammenarbeit über unsere Verfassungsgrenzen hinaus. Denn das Berliner Landgericht hat zum Beispiel 1983 festgestellt, dass der Bundesnachrichtendienst Asylanträge von Türken an den türkischen Nachrichtendienst, also an den Verfolgerstaat, weitergibt. Das hat sich erst Anfang der 1990er Jahre ein wenig verbessert. Da wurden die Datenschutzrichtlinien besser eingehalten. Aber den großen Bruch zwischen dem türkischen und dem bundesdeutschen Auslandsnachrichtendienst, den kann man eigentlich datieren, so ab 2013, weil der BND nicht wollte, dass es eine Wiederaufflammen von Mordaktivitäten des MIT, drei kurdische Frauen in Paris mit einem Kopfschuss getötet, gibt. Und weil man den Türken natürlich auch nachweisen konnte, dass sie bis Sommer 2014 sowas wie eine Dschihadistenautobahn in der Türkei hatten. Das heißt, Kämpfer aus Libyen und dergleichen über die Türkei zum IS geschickt haben, vorsätzlich. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Wir sind jetzt in Deutschland. Frau Öztürk, noch mal die Frage an Sie. Herr Schmidt-Ehnbohm. Bündeter, sondern nur zweckmäßige, kurzzeitige oder längerfristige gemeinsame Aktivitäten. Spionage unter Freunden ist völlig normal. Und natürlich hat er recht, dass die Bundesrepublik Deutschland die Türkei nachhaltig und intensiv ausspioniert. Auch das hat die Süddeutsche Zeitung vor, meine ich, 2 Jahren enthüllt.
in der Auftragsliste des BND rangieren die Türken aus vielen guten Gründen ganz weit oben. Viele gute Gründe. Viele gute Gründe. Viele gute Natürlich Gründe. Geht es um die Einflusspolitik der Türkei in Zentralasien. Es geht um Korruption bis in höchste Regierungskreise hinein. Es geht um die Einmischung in den Syrien-Konflikt. Da muss die Bundesregierung Handlungswissen haben. Und darum klärt der Bundesnachrichtendienst türkische Institutionen, sicher auch türkische Parlamentarier auf. Insofern ist es auch ein bisschen pharisäerhaft, wenn man sich darüber beklagt, dass deutsche Bundestagsabgeordnete nun im Visier des türkischen Nachrichtendienstes stehen. Die Bundesregierung hat nie versucht, mit Ankara ein No-Spy-Abkommen zu schließen. Das wollte sie nur mit den USA. Mhm. Ja? Okay, und damit wären wir bei der nächsten Frage an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Das interessiert unsere Zuschauer auch sehr, die nämlich sagen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was NSA und CIA hier gemacht haben, und dem, was der mitmacht? Also einmal ganz klar, Geheimdienste arbeiten nach ihren Methoden, und da muss man sagen, da machen die einen, egal was das für ein Staat ist, wenden die Mittel an wie die anderen auch. Nur ich denke, einen Punkt haben wir hier jetzt im Moment schon einen Unterschied. Dass hier jetzt mit dieser Liste, die gespielt wird oder gesteuert wird, wie auch immer von Seiten des MIT, auch versucht wird, besonders die türkische Community in Deutschland, 3 Millionen Menschen, zu verunsichern, vielleicht auch zu spalten, zu Denunziation aufzufordern. Das ist noch mal eine andere Qualität und ein anderer Schritt. Da sehe ich schon einen Unterschied. Sonst, denke ich, ist bei Geheimdiensten, Herr Schmidt-Ebenbohm hat es ja gesagt, da wird spioniert, wenn es kein No-Spy-Abkommen gibt, im Rahmen dessen, was da gemacht wird. Und da breche ich jetzt nicht den Stab über den einen oder den anderen. Aber das hat hier eine andere Qualität. Wirklich hier hineinzutragen, das Misstrauen innerhalb der türkischen Community zu sehen. In die Wenn ich auf der hinein. Liste bin, ja, dann habe ich doch das Gefühl, was ist jetzt mit mir? Jetzt bin ich vom Staat entdeckt. Was macht er jetzt damit? Was passiert mit Familien, Verwandten? Also ich denke, da ändert sich das gesamte Verhalten. Und das ist was anderes als das, was Geheimdienst.de machen. Ja, zur NATO müssten wir noch ein bisschen was sagen. Also es gibt keine NATO-Beistandsverpflichtung. Der NATO-Vertrag sagt, es ist eine Beistandsermessensverpflichtung. Das kann militärische Unterstützung sein, das kann auch ein Beileidstelegramm sein. So weit ist das Spektrum, also da sind wir nicht mit denen in einem Boot. Ja, ja. Keine Verpflichtung zum... Dann ist die NATO eine Wertegemeinschaft. Das wird immer wieder auch gerade von der Bundeskanzlerin betont. Ja, und wenn man die Werte... Pionieren. Die türkische Gemeinschaft ist tief gespalten. Das Misstrauen ist groß, die Angst ebenfalls. Wer gegen Erdogans Verfassungsreform stimmen will, spricht nur selten offen darüber. Wir haben Angst, dass uns was passiert, dass sie uns verhaften oder so. Oder dass sie uns irgendwie einfach wegnehmen, in den Flughafen. Weil wir unsere Meinung gesagt haben. Auch unser Gast, Mürvet Öztürk, bekommt für ihre Nein-Kampagne viel Gegenwind. Israel, England, Frankreich, Deutschland, Amerika. Alle versuchen seit Jahren, die Türkei klein zu machen. Und sie machen mit. Einige trauen sich nicht mal zur Stimmabgabe in Deutschland. Vor allem Erdogan-Kritiker fürchten Konsequenzen. Frau Öztürk, Sie verteilen Flugblätter in Hessen. Sie versuchen, möglichst mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Was erleben Sie? Also ich erlebe genau das, was wir auch jetzt im Film gesehen haben. Erstens, es gibt keine richtige Information. Die Menschen werden nicht informiert. In der Türkei ist die Presse gleichgeschaltet. In der Türkei sitzen die schon ungefähr 150 Journalisten in Haft. Das heißt, es gibt keine sachliche Information darüber, was in dieser Verfassungsänderung passieren wird. Es sind 18 Paragraphen, die verändert werden. Und da sind sehr massive Einschränkungen des Parlaments. Es werden sehr viel Macht dem Präsidenten, dem Neuen, mitgegeben, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und darüber wird nicht informiert. Also es gibt keine sachliche, kann ich gleich sagen. Haben wir schon beredet. Es gibt keine sachliche Informierung und die Menschen, die mit Nein stimmen wollen, also es ist quasi zu einer Wahl gemacht worden für Erdogan oder gegen Erdogan. Dabei steht er gar nicht zur Wahl, sondern die Verfassung steht zur Wahl. Und wenn die Menschen Nein sagen wollen, werden sie eingeschüchtert und man wird quasi mehr oder weniger mit sehr komischen, ich sag jetzt mal paranoiden Äußerungen, wird man ganz klar auf die Seite des Vaterlandsverräters einsortiert, mit einer auch innerhalb der Nachbarschaft oder auch innerhalb der Familie mit einem Duktus, wie man solle sich nicht mehr in der Türkei blicken lassen. Und das kann es nicht sein. Und Sie sind von einer türkischen Zeitung als Vaterlandsverräterin bezeichnet worden. Frau Öztürk, was löst sowas aus?
Naja, also ich meine, ich bin integrationspolitische Sprecherin, habe dafür gesorgt, dass es den islamischen Religionsunterricht in Hessen gibt. Ich habe mich dafür stark gemacht, dass beispielsweise Türkisch auch als Wahlsprache in den Schulen eingeführt wird. Man arbeitet seit Jahren als Brückenbauerin zwischen diesen zwei Kulturen und versucht, die Integration voranzutreiben. Wird diese Arbeit, diese Politik einfach zunichte gemacht, weil ein Mann aus der Türkei meint, behaupten zu dürfen, wer hier vaterlandsliebend und vaterlandsverratend sei. Also das geht, finde ich, gar nicht. Und diese Zeitung ist auch unseriös, wenn sie sowas schreibt. Da gibt es überhaupt gar keine Rechercheansprüche, sondern man wirft einfach mal mit Dreck und meint, es bleibt hängen. Ist keine sehr seriöse Art und Weise. Und wenn die Türken auch noch daran glauben. Also ich kann verstehen, dass in den letzten Jahren sehr viel in der Integrationspolitik schief. Das ist es. Das ist ja auch Gegenstand gewesen von Gesprächen zwischen Deutschland und der Türkei. Dass eben dieser Vorwurf, Terroristen zu unterstützen, so weit ist, dass das also Tausende, Abertausende Menschen betrifft, ohne dass wirklich irgendein konkreter Handlungsvorwurf gegeben und ist. Und das ist das Schlimme. Und trotzdem nochmal, Herr Gattmann, die Frage, haben wir Gülen unterschätzt hier im Westen und ganz konkret auch in Deutschland? In Deutschland auf jeden Fall. Also man hat den politischen Sufismus überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und bis heute auch, weil der politische Sufismus, was langfristig auf einem anderen Weg auch ein Scharia-Staat anstrebt, sich in Deutschland nicht nur auf die Gülen-Bewegung, sondern auch auf andere Bewegungen, also hier die Jamaat an-Nur und die VIKZ, der zweite größte Verband, die Suleimanji, die sind beide in dieser Tradition. Das ist nicht seriös. Die sind nicht unbedingt so aktiv in diesem Feld. Also von dem theoretischen Ansatz, ihr Religionsverständnis, gehören sie zur selben Schule. Aber am aktivsten sind die Gülen. Leute, die versuchen und mit Erfolg hier eine Elite zu bilden, um die Gesellschaft zu unterwandern. Aber für den Putsch verantwortlich, Herr Schmidt-Ebenbohm, waren Sie nachweislich nicht, weil definitiv sowohl BND nicht als auch, genau? BND, CIA, alle westlichen Nachrichtendienste sehen nicht das geringste Indiz dafür. Warum apostrophiert dann Erdogan aber die Gülen-Anhänger? Weil es der bequemste Weg ist, um sie vollständig zu kriminalisieren und auszuschalten. Wenn man auf die Machbasis zu stärken. Ja, und wenn Sie mal in die Nachrichtenlage der westlichen Dienste reinschauen, dann hat Herr Erdogan ja 2014 diesen wunderbaren Präsidentenpalast atombombensicher gebaut mit allen Schutzmaßnahmen gegen Abhören. Und Sie hören dann aus den westlichen Nachrichtendiensten, dass es trotzdem Abflüsse gegeben hat. Das heißt, die NSA und andere westliche Nachrichtendienste sind in der Lage, auch die geheimste Telekommunikation Erdogans zu knacken. Und die kommen dann zu dem Ergebnis, ein vorgetäuschter Pseudoputsch. Okay, dann sind wir jetzt, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, noch mal bei der wirklich nicht einfachen Frage, wie wir eigentlich mit Gülen-Anhängern, wie wir mit vermeintlichen PKK-Leuten und Terroristen in Deutschland umgehen. Deutsche Politiker drücken sich gerne um die Beantwortung der Frage, wem von denen wir eigentlich Asyl gewähren. Das sind so komplizierte Fragen, dass man sie eigentlich nicht einem Behördenmitarbeiter im Amt überlassen kann. Also PKK, Verfolgung, dann, wenn es nachweisbare Handlungen gibt, als Terrorist, als Unterstützung nach unseren rechtsstaatlichen Bestimmungen, werden verfolgt, da wird gegen ermittelt. Dem Verweis auf 1994 können wir jetzt nicht so richtig folgen, weil wir es gerade nicht überprüfen können. Aber 2004, Entschuldigung. 2004 ist was anderes, 2004, genau, richtig, als 1994. Die entscheidende Frage, Herr Schmidt-Ebenbohm, ist doch, wie arbeitet man mit einem Partner zusammen, dem man eigentlich misstraut? Das müssen die Türken sich fragen. Naja, wir fragen es uns auch. Ja, das müssen sich die Türken fragen. Ja. Ja? Sie übergeben eine Liste und weil diese Liste wird weitergegeben. Schauen Sie mal, wissen Sie, was ich hier sehe? Also, ich glaube, die Frage ging an mich. Ganz schön, ihrer Politik. In der Türkei findet ein Putsch statt, da werden 250 Menschen ermordet. Ja. Und ein Teil. Über den Putsch reden wir gleich. Gut. Ist versprochen, gut, das heben sehr wir uns gut auf. Wir hören sehr jetzt erstmal Herrn Schmidt-Ebenbohm zu. Herr Schmidt-Ebenbohm, wie arbeitet man mit jemandem zusammen, dem man eigentlich misstraut? Es gibt unter Nachrichtendiensten nicht die Kategorie Freund, Verbündeter, sondern nur zweckmäßige, kurzzeitige oder längerfristige gemeinsame Aktivitäten. Spionage unter Freunden ist völlig normal. Und natürlich hat er recht, dass die Bundesrepublik Deutschland die Türkei nachhaltig und intensiv ausspioniert.
Auch das hat die Süddeutsche Zeitung vor, meine ich, 2 Jahren enthüllt. In der Auftragsliste des BND rangieren die Türken aus vielen guten Gründen ganz weit oben. Viele gute Gründe. Ja. Viele gute Gründe. Viele gute Natürlich Gründe. Geht es um die Einflusspolitik der Türkei in Zentralasien. Es geht um Korruption bis in höchste Regierungskreise hinein. Es geht um die Einmischung in den Syrien-Konflikt. Da muss die Bundesregierung Handlungswissen haben. Und darum klärt der Bundesnachrichtendienst türkische Institutionen, sicher auch türkische Parlamentarier, auf. Insofern ist es auch ein bisschen pharisäerhaft, wenn man sich darüber beklagt, dass deutsche Bundestagsabgeordnete nun im Visier des türkischen Nachrichtendienstes stehen. Die Bundesregierung hat nie versucht, mit Ankara ein No-Spy-Abkommen zu schließen. Das wollte sie nur mit den USA. Mhm. Ja? Okay, und damit wären wir bei der nächsten Frage an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Das interessiert unsere Zuschauer auch sehr, die nämlich sagen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was NSA und CIA hier gemacht haben, und dem, was der mitmacht? Also einmal ganz klar, Geheimdienste arbeiten nach ihren Methoden. Und da muss man sagen, da machen die einen, egal was das für ein Staat ist, wenden die Mittel an wie die anderen auch. Nur ich denke, einen Punkt haben wir hier jetzt im Moment schon einen Unterschied. Dass hier jetzt mit dieser Liste, die gespielt wird oder gesteuert wird, wie auch immer von Seiten des MIT, auch versucht wird, besonders die türkische Community in Deutschland, 3 Millionen Menschen, zu verunsichern, vielleicht auch zu spalten, zu Denunziation aufzufordern. Das ist noch mal eine andere Qualität und ein anderer Schritt. Da sehe ich schon einen Unterschied. Sonst, denke ich, ist bei Geheimdiensten, Herr Schmidt-Ebenbohm hat es ja gesagt, da wird spioniert, wenn es kein No-Spy-Abkommen gibt, im Rahmen dessen, was da gemacht wird. Und da breche ich jetzt nicht den... Sie müssen sich aus Drogengeldern finanzieren. Und im Übrigen seien Sie von dem Dreibund CIA, Mossad, Bundesnachrichtendienst unterstützt. Das ist für nachrichtendienstliche Fachleute ist Absurdistan. Weil es gibt kein... Es ist blankes Absurdistan und Paranoia, wenn man so argumentiert. Genauso wie man die Proteste auf dem Gesiplatz der Lufthansa an die Schuhe schieben wollte, als ich sehe. Der Lufthansa. Ja, das ist Herr Bulut hat einer der engsten Informationen der Lufthansa. Herr Bulut hat das geäußert, einer der engsten Berater von Erdogan, nachzulesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der letzten Woche. Mhm. Ja, also es gibt wirklich in der Türkei eine Paranoia und die Gülen-Bewegung ist definitiv, das sagt ja auch der Bundesnachrichtendienst, nicht Verursacher dieses Putsches. Dazu kommen wir noch. Die Frage nochmal. Sie sagen, die Dienste haben den MIT oder MIT, je nachdem, wie man ihn ausspricht, nicht unterschätzt. Diese 300, 58. fast 400 Namen und Organisationen, die auf dieser Liste stehen, kennen nun tatsächlich die Dienste dieses Landes. Kann man daraus, Frage an den Geheimdienstexperten, Schlussfolgerungen ziehen, woher diese Informationen stammen? Zum Teil. Wenn man die Überwachungskamerasfotos auswertet, wenn man die Umfelder auswertet, wenn man bereits vorhandene Spuren hat, wer nicht Kulturattaché in einem Konsulat ist, sondern tatsächlich Mitarbeiter, dann kann man eine Menge analytisch daran arbeiten. Aber das wird ausgesprochen lange dauern. Der GBA ermittelt. In meinen Augen müsste man sehr viel schneller... Generalbundesanwalt? Ja, müsste man sehr viel schneller reagieren. Und die führenden, bekannten, hauptamtlichen Mitarbeiter des MIT aus der Bundesrepublik Deutschland ausweisen. Aber ich will noch mal zu Herrn Mayer zurückkommen. Das ist die eine Funktion, die Erdogan hatte, die Sie dargestellt haben. Es gibt noch 2 andere. Dem war klar, der Bundesnachrichtendienst wird die nie verfolgen. Aber der türkische Nachrichtendienst ist dann in einer kommoden Situation zu sagen, wenn ihr die nicht überwacht, die wir als Terroristen einstufen, dann dürft ihr in Zukunft auch nicht erwarten, dass wir Informationen über IS-Kämpfer, Graue Wölfe und dergleichen an den Bundesnachrichtendienst geben. Wirklich, ne? Absolut absurd. Und absolut absurd, tut mir leid. Fehleinschätzung, muss ich sagen. Können jetzt nicht aber alles als absurd bezeichnen. Nee, also ist, vielleicht wollen wir ihm erst mal zuhören, weil der MIT das lange gemacht hat. Es gab tatsächlich natürlich immer eine gute Zusammenarbeit zwischen den Diensten. Solange es um IS ging, hat das irgendwann geendet? Oder? Also es gab eine enge Zusammenarbeit über unsere Verfassungsgrenzen hinaus. Denn das Berliner Landgericht hat zum Beispiel 1983 festgestellt, dass der Bundesnachrichtendienst Asylanträge von Türken an den türkischen Nachrichtendienst, also an den Verfolgerstaat, weitergibt. Das hat sich erst Anfang der 1990er Jahre ein wenig verbessert. Da wurden die Datenschutzrichtlinien besser eingehalten. Aber den großen Bruch zwischen dem türkischen und dem bundesdeutschen Auslandsnachrichtendienst, den kann man eigentlich datieren so ab 2013. Weil der BND nicht wollte, dass es eine Hilfe und dergleichen an den Bundesnachrichtendienst gibt. Wirklich, ne? Absolut absurd. Und absolut absurd, tut mir leid.
Fehleinschätzung, muss ich sagen. Wir können jetzt nicht aber alles als absurd bezeichnen. Nee, also vielleicht wollen wir ihm erst mal zuhören, weil der mit das lange gemacht hat. Es gab tatsächlich natürlich immer eine gute Zusammenarbeit zwischen den Diensten. Solange es um IS ging, hat das irgendwann geendet? Oder? Also es gab eine enge Zusammenarbeit über unsere Verfassungsgrenzen hinaus. Denn das Berliner Landgericht hat zum Beispiel 1983 festgestellt, dass der Bundesnachrichtendienst Asylanträge von Türken an den türkischen Nachrichtendienst, also an den Verfolgerstaat, weitergibt. Das hat sich erst Anfang der 1990er Jahre ein wenig verbessert. Da wurden die Datenschutzrichtlinien besser eingehalten. Aber den großen Bruch zwischen dem türkischen und dem bundesdeutschen Auslandsnachrichtendienst, den kann man eigentlich datieren, so ab 2013, weil der BND nicht wollte, dass es eine Wiederaufflammen von Mordaktivitäten, das mit drei kurdische Frauen in Paris mit einem Kopfschuss getötet, gibt. Und weil man den Türken natürlich auch nachweisen konnte, dass sie bis Sommer 2014 sowas wie eine Dschihadistenautobahn in der Türkei hatten. Das heißt, Kämpfer aus Libyen und dergleichen über die Türkei zum IS geschickt haben, vorsätzlich. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Wir sind jetzt in Deutschland. Frau Öztürk, noch mal die Frage an Sie. Herr Schmidt-Ehnbohm schilderte eingangs von diesen gewachsenen Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes hier auf deutschem Boden. Haben Sie auch das Gefühl, dass Sie schon seit längerem unter Beobachtung, also auch das Deutsch-Türken schon seit längerem unter Beobachtung des türkischen Geheimdienstes stehen? Also gut, wissen tun wir es nicht, aber es ist immer so ein offenes Geheimnis, dass man am Telefon Scherze macht, wenn man in die Türkei telefoniert und ein paar Sätze dazwischen hier, wer derjenige, der da mithört, soll man jetzt gerade weghören. Also 2013 Gezi-Proteste haben Sie ja genannt und ich habe von 1999 bis 2004 in der Türkei gelebt und damals auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet. Damals wurden auch die Stiftungen in der Türkei verdächtig, Spionageaktivitäten zu machen und auch die Mitarbeiter, die dort tätig waren, sind abgehört worden. Von daher ist es ein offenes Geheimnis, dass wenn man etwas kritisch ist zu der bestehenden Regierung und wenn man halt Menschenrechtsfragen, Minderheitsrechtsfragen in den Mund nimmt und auch für Freiheit, Pressefreiheit sich einsetzt, dass man dann unter Umständen ins Visier kommen kann. Aber es gibt einfach keine Beweise. Auch der Menschen, die jetzt in Deutschland beispielsweise leben und auf dieser Liste stehen, ist für mich die Frage, wo können sie hin und wo können sie Schutz bekommen? Die Frage, das strafrechtlich aufarbeiten und die Täter finden, ist das eine. Aber die andere Frage ist ja, in den Sommerferien werden die Menschen in die Türkei reisen wollen. Ist diese Liste vollständig? Gibt es noch eine andere Liste, wenn es eine fingierte ist, weil man quasi eher die außenpolitische Auseinandersetzung provozieren will? Kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass es noch andere Listen gibt. Und erstens ist für mich natürlich wichtig, wie kann man die Menschen in Deutschland schützen, wenn sie deutsche Staatsbürger sind oder doppelte Staatsbürger sind? Sagen auch die Befürworter von Erdogan, das geht sogar in die Schulen hinein, dass man Kinder befragt und sagt, ja, wie stehst du denn zu Erdogan? Ich wurde heute mehrfach gefragt, sogar im Aufzug des Hotels, wie ich zu Erdogan stehe. Und das finde ich eine absolute Kriminalisierung. Ich denke, dass die deutsche Politik... Aber das war doch nicht die Unterstellung, dass sie kriminell sind, wenn sie sagen... Nein, aber es ist ja so, gucken Sie mal, es kann doch nicht sein, dass es die Aufgabe der deutschen Politik ist, der deutschen Politiker und des deutschen Parlaments, sich in die innere Angelegenheit eines anderen Staates einzumischen. Die deutsche Politik würde sich etwas ganz anderes wünschen, ehrlich gesagt, mit ihrem Partner Türkei. Wenn eine hessische Landtagsabgeordnete eine Nein-Kampagne auf deutschem Boden... Na gut, aber wir hatten ja vorher ganz viele AKP-Politiker hier, Herr Yildiz. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber die sind ja auch AKP-Politiker. Die können hier ihren Wahlkampf machen. Ich wundere mich nur, dass deutsche Politiker... Nein, das stimmt nicht. Nicht in geschlossenen Räumen. In Stadien ja, aber nicht in geschlossenen Räumen ist es nicht verboten. Ja, genau. Aber dass deutsche Politiker Wahlkampf betreiben für türkische Parteien, ja, für türkische Positionen, wann hat es das denn gegeben? Ich glaube, deutsche Politiker setzen sich in erster Linie für Freiheit und freie Meinungsäußerung ein. Sie Nein und wir sagen. Freuen uns zunächst mal, die gibt es auch. Genau, wie es andere gibt. Dass Frau Leuthäuser-Schnarrenberger heute bei uns ist. Frau Leuthäuser, können Sie uns diesen Vorgang erklären? Da übergeben türkische Abgeordnete, Regierungsmitglieder eine Liste mit Organisationen, mit Namen von Menschen, denen sie möchten, dass sie Schützenhilfe bekommen aus Deutschland. Mit welcher echten Intention hat Ankara das gemacht, glauben Sie? Also ich glaube, man muss mal die Interessenlage versuchen zu analysieren, was damit verfolgt wird. Denn es sind ja Namen, und wir wissen es von einigen wenigen, ich selbst kenne sonst die Liste ja nicht, aber die öffentlich bekannt geworden sind, das sind hier deutsche Politiker,
sogar die Frau Müntefering, also nicht türkischstämmig, sondern deutsche Bundestagsabgeordnete und eben auch eine andere Politikerin, aber auch aus der Türkei stammt. So, da fragt man sich ja, was soll damit bezweckt werden, dass sie auf einer Liste ist, wo man bittet, den Bundesnachrichtendienst, das ist eigentlich der Verfassungsschutz, dass er jetzt hilft, diese Personen in den Blick zu nehmen und den Anliegen des türkischen Geheimdienstes dann das Anliegen auch mit zu unterstützen. Das ist eine Aufforderung an einen Geheimdienst, sich zu beteiligen daran, dass hier in Deutschland Grundrechte verletzt werden. Nämlich, wenn ausländische Geheimdienste hier auch von Menschen ausländischer Herkunft, auch nur mit der türkischen Staatsangehörigkeit, wenn die hier ausspioniert werden, dann ist das nicht erlaubt. Dann sind auch deren Grundrechte betroffen. Und deshalb ist das für mich ein echter Paradigmenwechsel gewesen, dass jetzt in dieser Situation deutschen zuständigen Behörden gesagt haben, wir folgen nicht dieser Bitte.